einen wunderschönen Abend nochmal zusammen. Wir kommen jetzt zu unserem allerletzten Programmpunkt, zum politischen Abend. Ich erkläre mal kurz, wie dieser politische Abend abläuft. Also es ist so, dass es drei Themenblöcke gibt. Und zu diesen Themenblöcken gab es heute Vormittag schon Coworking-Sessions und auch die Themen wurden schon vorgestellt. In diesen Coworking-Sessions sind die Themen dann gepitcht und nochmal weitergehend diskutiert worden. Und das heißt, diese Dreiteilung wird immer eingeführt von einem Input-Vortrag von zwei Studierenden. Der ist immer so 5 Minuten lang und im Anschluss werden wir 25 Minuten lang hier auf der Bühne diskutieren. Und zwar mit Aysche Assar von den Grünen, mit Sophia Schiebe von der SPD, mit Dr. Jens Brandenburg von der FDP und mit Nadine Schön von der CDU. Herzlich willkommen. Und jetzt würde ich Sie tatsächlich bitten, sich selber vorzustellen, kurz und am liebsten mit Studiengang und Studienort. gerne auch das. Ja. Soll ich beginnen? Genau. Ja. Aysche Assar, ich habe Jura studiert in 8 Semestern mit Freischuss. Da sind die Juristen immer sehr stolz drauf, wenn sie das in der Zeit hinbekommen. Und bei den Juristen spielt auch immer die Frage der Noten eine Rolle, aber die erwähne ich jetzt hier nicht. Ich habe in Gießen, in Köln und in London Jura studiert, in London noch einen Master eben gemacht. Und jetzt machen Sie was. Ach so, stimmt. Ich war sehr lange im Wissenschaftsmanagement tätig, an der Goethe-Universität, als Justiziarin begonnen, habe verschiedene Abteilungen geleitet, zuletzt die Strategieabteilung der Universität, war dort Vizekanzlerin und danach an der Hochschule Rhein-Main Kanzlerin und seit 3,5 Jahren oder fast 4 Jahren mittlerweile Staatssekretärin im Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst. Ja, vielen Dank. Ja, moin, mein Name ist Sophia Schiebe. Ich darf seit Mai diesen Jahres im Schleswig-Holsteinischen Landtag sitzen, bin stellvertretende Fraktionsvorsitzende und unter anderem für das Thema Hochschule zuständig. Und dass das dazu gekommen ist, hat, glaube ich, damit zu tun, dass ich in der Hochschule so ziemlich jedes Ehrenamt gemacht habe, hochschulpolitisch, was es gibt. Also von Konvent über Stupa, bei anderen Bundesländern heißt es ja Stura, sozialpolitische Referentin, AStA-Vorsitzende, Landesastensprecherin, weswegen ich auch meine Gesamtsemesterzahl an dieser Stelle verschweige. habe aber auf Lehramt studiert, aber nie in dem Beruf gearbeitet, sondern eher im pädagogischen Bereich und habe ja schon gesagt, ab diesem Jahr darf ich dann aber jetzt Vollzeit Politik machen. Ja, ich habe, also Jens Brandenburg, ich habe damals in Mannheim Politikwissenschaft und VWL studiert, auch promoviert und bin jetzt seit Dezember letzten Jahres als parlamentarischer Staatssekretär im BMBF, also Bundesministerium für Bildung und Forschung, unter anderem für die hochschulpolitischen Themen zuständig. Dankeschön. Ja, Nadine Schön, ich komme aus dem Saarland. Ich habe in Heidelberg studiert und dann in Saarbrücken das Examen gemacht. Auch nach dem Freischuss konnte ich es machen. Hatte dann aber allerdings irgendwie die Anmeldung für die Wahlfachprüfung verpasst. Und dann hat es doch noch noch ein Jahr länger gedauert, bis dann alles rum war. War aber nicht so schlimm, weil ich dann Mitglied im Saarländischen Landtag geworden war zwischendurch und damit auch nicht gerechnet habe. Von daher war das eh ein bisschen tricky, das zu kombinieren. Und jetzt bin ich in der Unionsfraktion zuständig als stellvertretende Fraktionsvorsitzende für den Bereich Digitalisierung. Das schon ganz lange für Bildung und Forschung, aber erst seit letztem Jahr. Und ich finde es eine mega coole Kombi und viele Themen, über die wir heute sprechen, haben ja auch genau an der Schnittstelle mit den Themen zu tun. Deshalb freue ich mich sehr auf den Austausch heute und die Diskussion. Ja, vielen Dank. Und dann würde ich sagen, wir starten direkt mit dem ersten Thema. Und zwar, die soziale Situation von Studierenden braucht politisches Handeln. Weil klar,
Corona, steigende Mieten, Inflation, Energiekosten, das ist nicht nur psychisch, sondern auch finanziell stark belastend. Sprich, es braucht konkrete Lösungen. Und daher kommen wir jetzt zum ersten Input-Vortrag von Bernadette Gruber und Kevin Saukel. Bernadette Gruber war Teil des Digital Changemaker-Jahrgangs 2020-21 des Hochschulforums Digitalisierung und studiert E-Education an der Fernuni Hagen. Herzlich willkommen. Tschüss. Kevin Saukel haben diejenigen, die den Tag über schon länger hier sind, auf jeden Fall schon ein paar Mal auf der Bühne jetzt gesehen. Das ist, glaube ich, nach mir der Mensch, der heute am meisten Zeit auf dieser Bühne verbracht hat. Er war Teil des Digital Changemaker-Jahrgangs 2020-21 ebenfalls und studiert zurzeit Erziehungswissenschaften an der Goethe-Universität Frankfurt und Wirtschaftsinformatik an der Technischen Hochschule Mittelhessen. Und jetzt übergebe ich direkt an euch. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, ich wollte noch kurz ergänzen. Ich habe in Präsenz meinen Bachelor gemacht, jetzt Fernuni Hagen, während Corona, den Master. Und wir sind heute hier, um zu träumen, habe ich gehört. Wenn ich mir Hochschule der Zukunft vorstelle, dann sehe ich Hochschule als Begegnungsort. Als einen Ort, wo Menschen zusammenkommen mit unterschiedlichen Hintergründen und Erfahrungswerten und in einem gemeinsamen Effort lernen und sich weiterentwickeln, sich weiterbilden. Das heißt, unser übergeordnetes Ziel wäre mehr soziale Gerechtigkeit für Studierende. Und das Ziel wäre eine heterogene Studierendenschaft, also die Möglichkeit für Menschen mit unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlichen sozialen Umständen, Verpflichtungen von Care-Tätigkeiten oder Erwerbstätigkeiten neben dem Studium, die Möglichkeit, einen individuellen Lernweg zu gehen. Und genau dafür braucht es qualitativ hochwertige Lehre. Wir haben während der Pandemie gemerkt, es gibt andere Formate, man kann auch viel digital machen, vor allem wenn es um direkten Input geht. Ne? Also wir kennen auch virtuelle Bibliotheken, wir können uns Input irgendwie auch in unterschiedlichen Formaten holen. Auch heute, für alle, die heute nicht live dabei sein können, die können die nächste Woche noch die Talks hier auch nachhören. Das heißt, man kann Wissen zur Verfügung stellen, aber Lernprozesse und soziales Miteinander eben nicht. Und dafür brauchen wir einen Campus der Zukunft, der mehr dazu einlädt, mitzugestalten, in die Begegnung zu gehen, in den Austausch und Studierende einfach auch als Akteurinnen ihres eigenen Lernweges, ihrer eigenen Lernbiografie zu empowern. Und dazu braucht es leider auch sehr viel Finanzen. Ne? Deswegen würde ich jetzt an Kevin übergeben zu diesem Thema. Genau, ich behandle jetzt diesen Blog und ich habe es ja schon anfangs tatsächlich heute erwähnt, aber die Situation ist nicht gut. Also Corona hat sie nicht besser gemacht und ich meine, in Existenzkrisen zu kommen und jeden letzten Euro umdrehen zu müssen, hilft jetzt nicht gerade dabei, eine gute Lernumgebung zu schaffen. Und das Erschreckende ist ja auch, dass es immer schlimmer wird. Wir haben Inflation, Mietpreise, Energiekosten, Mental Health, Pandemie und ja, schließlich auch persönliche Verluste, die daraus resultieren. Und das Ironische, gerade die Themen Wohnraum, Hochschulgastronomie, BAföG, psychosoziale Arbeit, kulturelle Teilhabe, das sind alles Aufgaben der Studentenwerke in Deutschland und wieso müssen Studierende eigentlich immer mehr bezahlen, während die Zitat öffentlichen Zuwendungen zunehmend gekürzt worden sind, laut dem Zahlenspiegel des Deutschen Studentenwerks. 300 Euro Energiepreispauschale, vielen Dank dafür. Aber wo sind die Handlungen in bereits bestehende, teils jahrzehntelange Forderungen? Herr Dr. Brandenburg, auf Ihrer Internetseite schreiben Sie, dass Sie das BAföG elternunabhängiger machen wollen und Bedarfs- und Freibeträge anheben wollen. Leider ist es aber so, dass wir selbst mit dem aktuellen BAföG-Höchstsatz es nicht mehr reicht, in einer Großstadt einen Lebensunterhalt bestreiten zu können. Das Ironische dabei ist auch, selbst wenn Sie kein BAföG beziehen und als studentische Aushilfskraft arbeiten, reicht es trotzdem nicht. Frau Assar, in einem Zeitungsartikel der Mainz haben Sie gesagt, das Zitat, Bildung ist ganz klar der Schlüssel für Integration. Wieso sinkt dann jedes Jahr der Finanzierungsanteil des Ministeriums für die Studentenwerke, wohingegen der studentische Anteil durch Semesterbeiträge wächst? Frau Schiebe, Sie schreiben, dass Ihnen Bildungspolitik schon immer sehr am Herzen lag. Sie waren selber als AStA-Vorsitzende tätig und Leiterin des offenen Ganztags an einer Grundschule.
Aber wieso kommen wir im Themenfeld Studium und Lehre nicht weiter? Wir wissen doch schon längst, wie empirisch gutes Lernen funktioniert und wo bleibt da die nachhaltige Veränderung jenseits der Drittmittelprojekte? Frau Schön, Neustart, der Slogan Ihrer Website. Zitat, wir müssen nicht für jedes Problem eine eigene Lösung finden. Aber wieso passierte hier schon nicht vor einiger Zeit genau das? Wir unterhalten uns schon seit unglaublich vielen Jahren über die immer gleichen Forderungen und immer gleichen sozialen Probleme. Herr Brandenburg, Frau Assar, Frau Schiebe, Frau Schön, lassen Sie mich ehrlich sein, wieso schaffen wir es nicht, diese Grundprobleme zu lösen? Wieso entwickeln wir Diskussionspapier nach Diskussionspapier, Forderungspaket nach Forderungspaket und Studien nach Studien? Ist der Bildungstrichter wirklich unser Schicksal? Und ich muss aber auch konstruktiv in diesem unkonstruktiven Themenfeld sein. Deswegen würde ich gerne mit einer Frage abschließen. Was sowohl Bund tun kann, was sowohl Land tun kann, was auch die Kommune tun kann, aber auch was jeder Einzelne von uns tatsächlich hier im Raum tun kann, weil wir sind ja auch Teil des Diskurses und wir sind auch Teil dieser Diskussionspapiere, Teil dieser Forderungspakete. Und deswegen geht die Frage eigentlich auch an alle in den Raum, was jeder Einzelne von uns tun kann, um genau das Schicksal vielleicht noch zu vermeiden. Ja, vielen, vielen Dank. Ich würde tatsächlich, also ich habe natürlich hier auch Fragen, aber ich würde jetzt einfach mal die Frage direkt weitergeben und zwar ganz offen so in die Runde. Was würden Sie denn sagen? Was kann jeder Einzelne tun? Was können Sie vor allem auch tun? Ich kann gerne starten und ich habe mich sehr gefreut, dass der Bund das Thema BAföG angefasst hat. Für mich persönlich, und so war es ja auch zumindest in meinem Parteiprogramm, doch nicht allumfassend, weil es dann doch wieder ein Reformchen war und keine Reform. Ich finde es gut, dass es elternunabhängiger ist, aber das ist für mich nicht die Fahnenstange, wo wir eigentlich hinwollen. Aus so unterschiedlichen Aspekten, wie du ja auch gesagt hast, ist es für mich nach wie vor so, dass Studium etwas ist, was nach wie vor mit Auslese zu tun hat. Und wir nur eine Gerechtigkeit schaffen, wenn wir wirklich für alle Leute da eine Öffnung schaffen. Und das schaffen wir meines Erachtens nur, wenn es endlich elternunabhängig ist, ein Vollzuschuss ist und eigentlich auch so, dass man nichts mehr zurückzahlen muss. Weil jede Studie, auch des Studierendenwerkes, hat ja belegt, dass Studierende oder Leute, die sich mit dem Studium befassen und gerne Studierende werden wollen, davon Abstand nehmen, wenn sie wissen, dass sie danach eine enorme Summe zurückzahlen müssen, wo sie kein Gefühl dafür bekommen, ist es in meinem späteren Beruf eigentlich das, was ich später machen kann, gewährleisten kann. Die es natürlich gemacht haben, haben es in der Regel ja auch zurückgeschafft. Und es gibt ja auch viele Mechanismen, wo man es erst später zurückzahlen muss oder nur zum Teil zurückzahlen muss. Und trotzdem ist die Hürde so groß. Und für mich ist es vor allem erschreckend, dass die Zahlen während Corona ja noch weit auseinandergegangen sind. Das heißt, wir haben Schüler und Schülerinnen, gerade aus ArbeiterInnenfamilien, die jetzt sagen, sie nehmen kein Studium auf, weil ihnen das Risiko zu groß ist. Und wenn es das Ziel des Träums sein soll, das Ziel, dass Hochschule vielfältig sein soll, dann müssen die Barrieren abgebaut werden. Und das hat nun mal einfach unmittelbar mit der Finanzierung zu tun. Und daher würde ich mir wünschen, dass man aus diesem Reformchen nochmal irgendwann eine Reform macht. Möchte aber natürlich nicht nur auf Bundesebene bleiben, sondern natürlich auch ein Stück weit Eigenverantwortung tragen, obwohl ich in Schleswig-Holstein in der Opposition bin und sehe da auch, dass wir die Hochschulen und das Studierendenwerk deutlich besser ausfinanzieren müssen, gerade in der jetzigen Situation. Und wenn es darum geht, akut und jetzt den Studierenden zu helfen, vor allem unbürokratisch, sehe ich vor allem sozusagen Unterstützungsmechanismen über das Studierendenwerk als gute Möglichkeit, indem man den Verwaltungsbeitrag senkt, gegebenenfalls Semestertickets, wenn sie in den Bundesländern vorherrschen. Oder es deutlich, das ist zumindest bei mir in Schleswig-Holstein gerade ein enormes Thema, die Subventionierung, was Mensaessen angeht. Bei uns ist das Essen enorm gestiegen und viele Studierende sagen, ich kann mir noch nicht mal mehr die Nudeln mit Tomatensauce in der Mensa leisten, weil sie mittlerweile über 3 Euro kosten und das ist einfach nicht mehr verhältnismäßig. Von daher haben wir da eine große Aufgabe und müssen einfach das Studierendenwerk da ein Stück weit mehr unterstützen. Genau, also aktuell ist es ja so, dass die Einnahmen, also das Studentenwerk oder die Studierendenwerke müssen aktuell ja mehr als die Hälfte selbst erwirtschaften. Und eine der Forderungen ist ja eben ganz klar, die Zuschüsse zu erhöhen. Mit dieser Erhöhung könnte man ja wahnsinnig viel bewirken. Also man würde
zum einen dafür sorgen, dass die Studierendenwerke nicht mehr so abhängig wären von Mieteinnahmen, zum Beispiel von Kantineneinnahmen, wie gerade erwähnt. Man könnte doch auch damit den Wohnungsmarkt sehr entlasten. Das ist ja auch eine Forderung, die immer wieder genannt wird, oder? Also ich kann gleich gerne was zum BAföG sagen. Das ist ja in Bundeszuständigkeit. Studierendenwerke würde ich vorschlagen, die Landesvertreterin. Das mache ich sehr gerne, genau. Also grundsätzlich stimmt das nicht, dass die Beiträge, die Zuschüsse, zumindest in Hessen ist es nicht so, die Zuschüsse für die Studierendenwerke gesunken sind. Ganz im Gegenteil, die sind in den letzten Jahren um 50% gestiegen. Auch generell die Frage der Finanzierung der Hochschulen. Sie haben das Thema Diversität, Chancengerechtigkeit, das sind alles Themen, die sind für mich wirklich ganz, ganz elementar wichtig. Wir haben jetzt einen Hochschulpakt abgeschlossen mit 4% Steigerung jedes Jahr. Das gibt es in keinem anderen Bundesland. Und wir haben auch in der Pandemie es geschafft und auch jetzt in der Krise, dass nicht quasi im Landeshaushalt das gekürzt wird, weil auch das ist in vielen anderen Bundesländern nicht, beziehungsweise ist eben erfolgt. Dafür haben wir uns eingesetzt und das ist uns wichtig, weil auch nochmal auf den Punkt zurückzukommen, die Frage quasi der Rahmenbedingungen auch für die Studierenden und wo sie auch mitentscheiden können. Uns ist ganz wichtig gewesen, auch nochmal gesonderte Pakete, Förderprogramme aufzusetzen, wo wir genau auch auf den Fokus Studienerfolg gesetzt haben und auch die Studierenden da mit einzubinden. Wir haben eine sogenannte Kommission Studienerfolg auf Landesebene mit allen Vizepräsidenten für Lehre etabliert und Studierenden und externen Experten. Und die beraten zum Beispiel auch Lessons learned aus der Pandemie, ist zum Beispiel ein Thema, aber eben auch alle möglichen anderen Themen wie Digitalisierung in der Lehre, aber auch Fragen wie eben besondere Formate, Flexibilisierung des Studiums ist zum Beispiel ein Schwerpunkt. Also in Bezug auf die Hochschulen und das, was die Hochschulen leisten können, damit wirklich zum einen der Zugang in die Hochschule und am Ende, und das ist ja auch ein Riesenproblem in Deutschland, dass der Zugang vielleicht gar nicht so beschränkt ist. Aber die Frage, wer schafft es denn am Ende, wirklich die Zahlen teilweise sehr alarmierend sind und dass man da eben auch viel machen muss und unterstützen muss, das ist uns sehr bewusst und da machen wir auch viel. Was die Frage der Studierendenwerke anbelangt, wie gesagt, in den letzten Jahren 50% Steigerung in Hessen, aber es ist klar, wir haben jetzt in der Energiekrise wirklich nochmal ein ganz besonderes, großes Problem. Das ist uns sehr bewusst, da setzen wir uns aktuell auch dafür ein, dass wir da entsprechend unterstützen können. Die Rahmenbedingungen sind aber so, dass wir in allen Gesellschaftsbereichen natürlich Bedarfe haben, die zu kompensieren sind und deswegen ist es auch kein Selbstläufer, weil es ist klar, Bildung ist letztendlich die Zukunft unserer Gesellschaft. Wir müssen da investieren, wir müssen alles dafür setzen. Ich bin selber Arbeiterkind, also von daher, ich weiß genau, wie es ist, mit BAföG zu studieren und unter welchen Rahmenbedingungen das möglich ist und wie prekär die Situation sein kann als Studierender, das habe ich persönlich sehr erlebt. Trotzdem, auch nochmal Big Picture, müssen wir auch sagen, wir sind privilegiert in diesem Land, weil wir eben keine Studienbeiträge haben. Wir können ein Studium aufnehmen ohne diese Barriere, wenn ich mir jetzt quasi Amerika England anschaue, gerade auch in der Pandemie, wozu das geführt hat, können wir erstmal sagen, es ist gut, dass wir in einem Land leben, wo zumindest der Zugang zum Hochschulstudium erstmal umsonst sozusagen ist. Aber natürlich ist klar, das Thema Wohnraum ist ein riesengroßes Problem. Und ich sehe das auch als Riesenproblem, dass jetzt auch in der Novellierung der BAföG-Reform eben auch die Beträge, die notwendig sind aktuell, nicht abgebildet sind. Also dafür setzen wir uns ja auch ein, dass eben je nach Ort entsprechend das auch berücksichtigt wird und auch die Inflation zum Beispiel auch mit berücksichtigt wird. Also in Bezug auf BAföG würde ich sagen, ist wirklich einiges zu tun. In Bezug auf die Energiekrise ist von unserer Seite was zu tun, da setzen wir uns auch dafür ein.
Was die Frage der Unterkünfte anbelangt, also der Wohnheimplätze, da kann ich auch sagen, wir sind da nicht gut aufgestellt in Hessen, aber wir haben in den letzten 10 Jahren 3000 zusätzliche Wohnheimplätze geschaffen. Wir wollen mehr, also wir müssen auch viel mehr tun. Wir haben jetzt Planungen von nochmal 1700 Wohnheimplätzen. Da ist noch viel zu machen, aber wir sind dran und ich glaube, prinzipiell, die Situation ist aktuell sehr belastend. Sie haben das Thema psychische Belastungssituation auch angesprochen. Auch das ist wichtig, dass man da unterstützt. Das haben wir in der Pandemie auch gemacht mit zusätzlichen Mitteln, die wir den Studierendenwerken und den Hochschulen bereitgestellt haben. Aber das, was eben aktuell zu tun ist, ist wirklich nochmal eine ganz besondere Herausforderung, mit der wir uns aber auch jeden Tag und sehr intensiv beschäftigen. Ich würde gerne jetzt auch noch auf den BAföG-Höchstsatz eben mal eingehen, 934 Euro. Wieso kann man nicht viel stärker sagen, wir passen das an die Gegebenheiten an, also beispielsweise an die Großstädte zum Beispiel. Also wenn ich jetzt in München mit 934 Euro klarkommen muss, dann ist das schwierig bis unmöglich. Ja, wir haben ja tatsächlich ein bundesweites BAföG an der Stelle. Mir ist aber wichtig, erstmal um das einzuordnen. Also einerseits, ich sehe vieles, was Sie angesprochen haben, tatsächlich als Problem. Also was mir große Sorge bereitet, ist insbesondere die Tatsache, dass bei uns in Deutschland immer noch der Bildungserfolg, die Bildungschancen sehr viel stärker als in vergleichbar entwickelten Ländern von der sozialen Herkunft abhängt. Ja, da ist die Finanzierung eine Frage. Oftmals werden diese Schnittstellen aber schon während der Schulzeit gelegt oder teilweise auch im Kita-Alter. Auch mit Blick auf die Hochschulen. Ja, Finanzierung ist ein Element, aber mindestens genauso wichtig ist die Frage, haben wir Arbeiterkind ist ja genau eine solche Initiative, haben wir andere Möglichkeiten, auch diejenigen, die aus einfach Familien oder Umgebungen kommen, wo sie nicht die entsprechende persönliche Förderung haben oder gleich jemand, der einen mit an die Hand nimmt, mal erklärt, wie läuft denn das so an der Hochschule und man motiviert und ey, du kannst das und stattdessen eher demotiviert wird. Das ist mindestens genauso wichtig wie all das, was wir finanziell tun können. In der Tat, das BAföG ist ein wichtiges Instrument. Es ist auch nicht so, ich habe jetzt eben mehrfach so Zwischentöne rausgehört, ja, irgendwie nur Diskussionspapiere oder Reformchen oder so. Das ist es nicht. Also die neue Regierung, die Ampelregierung, ist jetzt gerade mal 10 Monate im Amt und wir haben schon 5-mal das BAföG angefasst. Da kann man sagen, sind kleinere Dinge dabei. Ja, beispielsweise die Öffnung des BAföG für ukrainische Geflüchtete. 2-mal der Heizkostenzuschuss für den letzten Winter, jetzt deutlich erhöht, nochmal 345 Euro für diesen Winter. Da ist auch der Nothilfemechanismus mit dabei, um anders als während der Pandemie künftig in Situationen, wo systematisch Nebeneinkünfte wegfallen, schneller reagieren zu können, sodass wir auch, wissen ja nicht, wie sich die aktuelle Krise weiterentwickelt, sollte so eine Situation kommen, schnell handlungsfähig sind und nicht wie damals erstmal 4 Monate überlegt werden muss, wie machen wir es denn. So, das waren jetzt die Dinge, aber es ist vor allen Dingen eine sehr große Reform dabei, in die wir allein in dieser Legislaturperiode über 2 Milliarden Euro investieren. Was haben wir getan? Unter anderem Wohnkostenzuschlag um etwa 11% mit angehoben. Wir sehen vor allen Dingen die Herausforderung, dass insbesondere diejenigen, die großen Finanzierungsprobleme haben, die bisher nicht den BAföG-Höchstsatz bekommen, sondern entweder gerade in der Teilförderung sind oder gerade beim BAföG außen vor sind. Das sehen wir übrigens auch, Sozialerhebungen des Deutschen Studentenwerks, viele andere Erhebungen zeigen genau das sehr genau, dass oftmals diejenigen, die gar kein BAföG bekommen, sehr viel stärker auf Nebentätigkeiten angewiesen sind. Und ich glaube, auch das ist wichtig, dass wir in dieser Diskussion finanzielle Herausforderungen nicht immer nur die Diskussion beschränken auf die 11%, die BAföG bekommen, sondern alle anderen im Blick behalten. Übrigens auch bei den 200 Euro Einmalzahlungen, die jetzt aktuell auch in Vorbereitung sind. Wir haben deshalb den sehr klaren Schwerpunkt dieser Reform darauf gelegt, neben der deutlichen Anhebung der Altersgrenze im Übrigen, auch das für viele war bisher ein hartes Ausschlusskriterium, was vielen sehr große Hürden in den Weg gelegt hat, aber gerade die Freibeträge ordentlich anzuheben, um 21%. Und wird ja immer über Inflation diskutiert, das ist weit über Inflation hinaus. Was also geschieht mit der aktuellen Reform, ist, dass viele, die Bedarf haben und die bisher beim BAföG völlig durchs Raster gefallen sind, jetzt erstmalig die Möglichkeit haben, es zu beantragen. Jetzt reicht allein die gesetzliche Änderung nicht, das ist uns auch klar. Und das wäre ein Punkt, Sie haben eben gefragt, was können wir alle tun. Wir wissen, dass viele, die Anspruch hätten, es gar nicht erst beantragen, weil ihnen gar nicht bewusst ist, dass sie Anspruch hätten. Also ich würde jeden und jede, der oder die denkt, finanziell schwierig, aber BAföG kriege ich wahrscheinlich nicht,
sehr stark ermutigen wollen, diesen Antrag einfach mal auszufüllen und es mal ausrechnen zu lassen. Die meisten sind überrascht, selbst wenn es nicht der Höchstsatz ist, dass sie dann zumindest eine Teilförderung bekommen. Also da ist schon viel passiert. Wir haben natürlich noch mehr vor, diese Legislatur. Die Frage, warum haben wir das nicht alles in die Reform gepackt? Naja, Vorlaufzeiten, Bundestag, Bundesrat etc. Jetzt waren die Dinge möglich, die wir im Februar in den Referentenentwurf schon reinschreiben konnten. Es sind ein paar dickere Bretter mit dabei. Der elternunabhängige Anteil, die Studienstarthilfe, die wir planen, gerade für diejenigen, die aus Hartz-IV-Gemeinschaften beispielsweise kommen, speziell nochmal zu ermutigen, ein Studium aufzunehmen. Wir haben auch das Thema Fachstudienwechsel mit dabei, das Thema Höchstförderdauer. Das sind Dinge, die sind tatsächlich rechtlich etwas aufwendiger. Die werden dann Teil der nächsten Reform in dieser Legislaturperiode sein. Da ist aber, das will ich hier nochmal betonen, es ist wirklich nicht so, als sei aktuell die Politik untätig. Ganz im Gegenteil, da ist in wenigen Monaten wirklich viel passiert. Und zum Thema Entlastung, um auch das mit dazu zu sagen, ich verstehe jeden, der sagt, das reicht noch nicht, aber die 200 Euro für alle Studierenden und Fachschüler. Wir haben die 300 Euro für diejenigen, das sind etwa 60% der Studierenden, die eine Nebentätigkeit haben. Wir haben mit dem 9-Euro-Ticket eine wesentliche Entlastung vom Semesterticket. Und da müssen auch die Hochschulen ran, das schneller auszuzahlen als bisher. Wie gesagt, die 2 Heizkostenzuschüsse. Wir haben Kindergeld deutlich erhöht für die große Anzahl der Studierenden, die noch keine 25 oder Eltern sind, wo die Eltern also jetzt in der Krise mehr Kindergeld bekommen, etc. pp. Das ist noch nicht abschließend die Liste, aber da ist wirklich eine ganze Reihe passiert. Wir müssen meines Erachtens sehr viel stärker noch darauf schauen, dass die Instrumente, die da sind, insbesondere das BAföG, von denen die Anspruch haben, wirklich dann auch genutzt werden kann. Jetzt haben Sie auch gerade schon angesprochen, es sind nur 11% der Studierenden, die eben BAföG bekommen. Ja. Es sind aber trotzdem sehr viele, die in sehr prekären Situationen gerade sind. Müsste es nicht einfach auch einen besonders günstigen oder mehrere Varianten eines besonders günstigen staatlichen Förderkredits geben? Ja, das ist ja ein Teil dessen, was wir uns im Koalitionsvertrag mal mit vorgenommen haben, im Sinne von wir streben an. Das ist ja sowohl die Frage höherer Zuschussanteil als auch das BAföG-Folderlehen für alle zu öffnen. Da gehört zur Ehrlichkeit auch zu, dass da unter den Koalitionspartnern auch in Verhandlungen unterschiedliche Schwerpunkte waren. Aber das ist ja auch gut in der Demokratie so. Wir waren uns aber in den Koalitionsverhandlungen schon einig, dass wir die gemeinsamen Schwerpunkte jetzt erstmal darauf setzen wollen, dafür zu sorgen, dass das vorhandene BAföG von deutlich mehr jungen Menschen, die einfach die Unterstützung brauchen, erstmal genutzt werden können. Deshalb jetzt die sehr, sehr deutliche 21-prozentige Anhebung der Freibeträge und auch das, wir haben es ja eben angesprochen, den elternunabhängigen Teil, die Studienstarthilfe und die strukturellen Reformen, die ich eben angesprochen habe. Das hat jetzt erstmal höchste Priorität. Wir sind auch in wirtschaftlich im Moment sehr herausfordernden Zeiten. Insofern muss man auch bei überschaubar großen haushalterischen Möglichkeiten erstmal schauen, welche Prioritäten setzt man. Das ist jetzt der erste Schritt. Wenn am Ende noch Möglichkeiten da sind, tatsächlich auch dieses Folterlehen für alle zu öffnen, ich fände, das wäre ein guter Schritt. Aber ja, es ist so, dass wir in der Koalition aus guten Gründen meines Erachtens erstmal die anderen Prioritäten setzen. Frau Schön, ich habe gleich noch eine Frage in Ihre Richtung, aber ich sehe auch die beiden hier, möchten, glaube ich, anschließen. Ja. Vielen Dank schon mal für die ganzen Ausführungen eher zum finanziellen Rahmen. Ich würde gerne noch mal zu dem Thema Diversifizierung von Lehr- und Lernangeboten und auch Prüfungsformaten kommen, weil sie eben eine Flexibilisierung, individuelle Lernbiografien auch zulassen und eben eine heterogene Studierendenschaft erstmal möglich machen. Ne? Und dann sind wir bei dem Thema, wer kann denn ein Studium abschließen? Es ist super, dass in Deutschland sehr viele Menschen ein Studium aufnehmen können. Und welche Anreize können vielleicht auch noch aus der Politik gesetzt werden, um Hochschulen auch einen Weg weg von der Forschungszentrierung oder zumindest einer Gleichwertigkeit zwischen Lehre und Forschung zu geben, weil natürlich durch Flexibilisierung, hybride Lernangebote, asynchrone Lernangebote erstmal ein Mehraufwand auf Dozierende zukommt und wenn die natürlich nicht vergütet werden oder keine Motivation dafür haben, für ihre eigene Karriere sich um qualitativ hochwertige Lehre zu kümmern, ist der Drive da nicht so, ist die Motivation dafür natürlich nicht so hoch. Was könnte man aus Ihrer Sicht da politisch noch für Anreize setzen oder vielleicht, was wird denn auch schon gemacht in diese Richtung in der aktuellen Regierung? Das wäre für mich nochmal ganz wichtig. Ich wollte auf das Thema BAföG tatsächlich nochmal zu sprechen kommen. Dann würde ich aber sagen, ich würde die Frage gerne an Frau Schön geben. Vielleicht auch,
was in Bezug auf den digitalen Raum auch tatsächlich getan werden kann. Es sind ja ganz viele Punkte angesprochen worden. Mir hat Ihre Vision wirklich gut gefallen. Wo will man denn eigentlich hin? Und wenn ich mir die Hochschule der Zukunft vorstelle, dann sind es, glaube ich, mehrere Entwicklungen, die es jetzt schon gibt, die sich einfach weiterentwickeln und wo wir sehen, wie sich Hochschulen verändern. Das eine ist, dass wir ein lebenslanges Lernen haben. Also es werden Menschen aus der Berufsausbildung an die Hochschulen kommen, weil sie sich punktuell in einem Bereich nochmal weiterbilden werden. Es werden Menschen auch ein Zweit-, Drittstudium machen nach einer gewissen Phase der Berufstätigkeit. Wir werden internationaler werden, einfach noch stärker, als wir es bisher schon sind. Saarbrücken ist eine der internationalsten Hochschulen, Heidelberg auch. Ich fand das immer sehr bereichernd. Und auch das wird zunehmen, einfach weil die Welt kleiner wird und weil die digitalen Möglichkeiten es hergeben. Und die Digitalisierung wird natürlich auch vieles möglich machen. Und dann kommt man automatisch dazu, dass wir mehr Teilzeitstudiengänge haben, dass wir mehr Menschen haben mit Familienverantwortung, die studieren. Und all das führt dazu, dass wir viel diverser an den Hochschulen sind. Das heißt aber auch, dass wir viel vielfältigere Angebote machen, Kinderbetreuungsmöglichkeiten schaffen müssen, Teilzeitstudium ermöglichen, Weiterbildungswege auch unterstützen, auch finanziell und organisatorisch. Und das ist mein Bild der Hochschule der Zukunft. Vielleicht noch ein Punkt Interdisziplinarität, da kommen wir vielleicht nachher noch dazu. Also die Hochschule auch als Ort, wo nicht in Silos gearbeitet wird, sondern wo vernetzt gearbeitet wird, wo Neues entsteht. Social Entrepreneurship hatte ich gesehen, damit haben sie sich beschäftigt, soziales Engagement und so weiter. Aber das sind natürlich das ist so die Vision. Und das andere, worüber wir diskutiert haben, waren jetzt so die harten Fakten, wie sieht es denn zur Zeit aus? Da würde ich gerne auch ein bisschen was dazu sagen. Ich glaube, man kann sehr anerkennen, dass die Bundesregierung was gemacht hat, schon in der Krise, auch mit den 300 Euro, auch die erste BAföG-Reform. Das Problem ist halt gerade so ein bisschen, dass wirklich alles zusammenkommt und die Studenten erleben das wie im Brennglas. Wir haben die Wohnungsnot, die gerade bei den Studenten massiv zunimmt. Wir haben die Energiekosten, die explodieren. Wir haben die Lebensmittelpreise, die steigen. Und das ist eben eine Kompensation. Und die wird auch durch 8% BAföG-Erhöhung, die gleichen ja nicht mal die Inflation aus. Und das ist dann so, man muss anerkennen, dass viel gemacht worden ist, aber man muss eben auch anerkennen, dass es nicht reicht, weil die Entwicklung einfach größer ist als die Unterstützung. Und deshalb glaube ich schon, dass man noch mehr machen muss. Die 200 Euro sind auch gut, aber das dauert jetzt auch sehr lang, bis man das auf den Weg gebracht hat. Und ich glaube, was wir als Politik machen müssen, ist, viel schnellere Lernzyklen zu haben. Wir haben in der Pandemie gesehen, es hat lange gedauert, oder wir haben gesehen, dass wir keinen Modus hatten, um Sonderzahlungen an die Studenten zu machen. Wir haben es dann in 10 Wochen mit dem Studentenwerk irgendwie hinbekommen. Daraus muss man eigentlich lernen, muss Mechanismen entwickeln, wie wir das in zukünftigen Krisen besser hinkriegen. Für die 200 Euro wissen wir jetzt immer noch nicht, wie wir es hinkriegen. Und das, da würde ich sagen, müssen wir uns an die eigene Nase fassen als Politik und Mechanismen entwickeln, auch mit Hilfe von Digitalisierung, um auch näher an den Studenten zu sein und auf die Bedürfnisse schneller reagieren zu können. Ja, ich fand das total. Genau, da fand ich das schon total super, dass es Möglichkeiten gibt, Studierende eben auch einzubinden. Wir haben hier heute bei Let's Talk Campus wirklich versucht, ganz, ganz viel auch in Formaten und in Präsentationen mit dabei zu sein. Und es ist einfach schön zu sehen, was möglich ist, wenn man Studierenden eine Plattform gibt, eine Möglichkeit gibt, ne, wenn man sie unterstützt in der Umsetzung. Genau, und wie das in Hessen eben auch schon teilweise passiert, dass Studierende auch mit in politische Prozesse eingebunden werden. Das finde ich total toll und würde das auch gern verstetigen. Und jetzt nochmal die Frage, welche Anreize kann die Politik schaffen, dass qualitativ hochwertige Lehre, die vielleicht einer heterogenen Studierendenschaft unterschiedliche Formate für den eigenen Lernweg anbietet. Was kann man da machen, jenseits von Forschungsanreize für die Individuen, die natürlich an der Hochschule agieren? Ja, würde ich gerne übernehmen. Also zum einen eben durch zusätzliche Mittel,
Es ist einfach so. Und das haben wir zum Beispiel gemacht, eben im Rahmen des neuen Hessischen Hochschulpaktes haben wir über 30 Millionen Euro jedes Jahr bereitgestellt, die dann eben auch, also die Frage der Vergabe dieser Mittel erfolgt dann eben in dieser Kommission, wo auch die Studierenden mitwirken können, mitberaten können. Und diese Instrumente wie Orientierungsstudium, Studium der angepassten Geschwindigkeiten, das sind quasi auch, und eben generell die Flexibilisierung des Studiums, Teilzeitstudium, alles Instrumente, die jetzt die Hochschulen auch implementieren sollen. Teilweise haben die mit Modellversuchen angefangen und das Ziel ist, dass man zum einen voneinander lernt und das wirklich dann quasi in den Regelbetrieb überführt. Das ist das eine. Das andere ist auch im Hochschulgesetz. Also nicht nur Anreize, sondern durchaus auch wirklich rechtlich zu steuern, dass wir zum einen solche Sachen oder Punkte wie Teilzeitstudium wirklich nochmal anders und verbindlicher geregelt haben im Hochschulgesetz. Auch die Frage, wen berufen wir? Also dass wir sagen, das ist zwingend notwendig, ein Lehrkonzept zum Beispiel vorzulegen. Und dass eben nicht nur die Spitzenwissenschaft, Forschung eine Rolle spielt in der Berufung, sondern eben auch die Lehrkompetenzen und das, die müssen auch verbindlich sozusagen abgefragt werden und müssen nachgewiesen werden. Da komme ich vielleicht aber auch nochmal zurück auf das Thema BAföG, weil das kann man alles implementieren, aber solange das dann auch für BAföG und Regelstudienzeit keine Rolle spielt, und das ist bisher leider noch nicht umgesetzt worden, ist es natürlich schwierig, weil genau die Leute, die wir erreichen wollen, werden davon, also nutzen das dann natürlich nicht, weil sie dadurch die Regelstudienzeit nicht einhalten können und dann den BAföG-Anspruch gegebenenfalls verlieren. Also da würde ich nochmal kurz drauf eingreifen, weil das genau die Frage tatsächlich aufgreift nach weiteren Instrumenten. Also ich meine, stellen wir uns doch mal BAföG rein praktisch vor. Also wir kriegen 934 Euro im Monat, haben insgesamt eine Regelstudienzeit von 6 Semestern. Ein Semester beträgt ungefähr, wenn man Regelstudienzeit studiert, 137 Stunden oder 134,5 Stunden, wenn man die ECTS-Berechnung mal 50 bis 30 legt und da 27,5 als Schnitt nimmt. Das heißt, das ist schon fast Vollzeit. Jetzt kommt aber noch die Situation dazu, BAföG reicht ja nicht. Das heißt, man muss eigentlich vielleicht noch einen Minijob nachgehen, um weiteren Lebensunterhalt zu finanzieren. Auch mit Kindergeld würde das auch nicht reichen übrigens, wenn man die Zahlen der 21. Sozialerhebung oder beispielsweise auch den aktuellen Verbraucherpreisindex mit dazu nimmt. Das heißt, wir haben eine Situation da, in der man eigentlich nochmal zusätzlich weiterarbeiten müsste, in einem Umfang, was einen Vollzeitjob eigentlich übersteigt. Deswegen wären ja rein die praktischen Anliegen auch, wenn man auch die Forderung von heute Morgen tatsächlich sich hier auch mal vergegenwärtigt, Anhebung der Regelstudienzeit oder teilweise auch, um minimale Veränderungen auch zu schaffen, vielleicht auch die Abschaffung des Verwaltungskostenbeitrags, so wie es in NRW oder Rheinland-Pfalz der Fall war. Alles das, was praktisch auch finanzielle Entlastung für Studierende sorgt, weil ich mache mir keine Illusion, das wird immer noch so sein, dass es in den nächsten Jahren schwierig sein wird. Also die Studierenden müssen viel arbeiten, auch wenn sie BAföG beziehen, auch wenn sie erwerbstätig sind. Das sind ja auch rund mittlerweile ein Drittel der Studierenden, die erwerbstätig sind und nebenbei arbeiten, um den Lebensunterhalt zu bestreiten. Und da müssen wir uns auch auf einer rein partizipatorischen Richtung für den nächsten Talk auch mal vorbereiten und vergewissern, für wen machen wir hier eigentlich Partizipation, wenn wir eigentlich die Leute nicht abholen können, die eigentlich ja, über Vollzeit eigentlich durcharbeiten. Und das ist auch so eine Sache, die muss uns im Bilde sein eigentlich. Auch in einem Format wie dem hier, auch in einem Format wie in der Hochschule, dass Sachen einfach nicht mehr so einfach möglich sind für Studierende. Frau Schön und Herr Brandenburg, Sie wollten beide was dazu sagen, glaube ich. Ich hatte jetzt noch nicht gezuckt, aber ich habe noch versucht, die Rechnung nachzuvollziehen. Also die Rechnung ist 27,5 Stunden hat man, ist allein vom Semester. Und die Rechnung war dann, naja, wenn ich dann noch einen Minijob habe, dann komme ich ja schnell an eine normale Vollzeitstelle. Also genau, ECTS 180 für eine Regelstudienzeit im sechssemestrigen Bachelorstudiengang. Das heißt, pro Semester sind es ja dann 30 ECTS-Punkte. Das rechnet man dann mal 27,5 und kommt auf die Semesteranzahl. Ja. Okay. Ja. Ich meine, der Ehrlichkeit halber muss man halt auch sagen, dass man das Geld natürlich auch nur einmal ausgeben kann. Und ich glaube, wir alle, die wir hier sitzen, kämpfen alle für mehr Geld im Hochschul-, Wissenschafts- und Forschungsbereich. Aber wir wissen auch, wie schwierig das manchmal ist. Und was wir, glaube ich, auch alle wollen, sind auch gute Hochschulen. Und gerade für Menschen, die sich an eine Hochschule hochgekämpft haben, für die ist es besonders wichtig, dass sie dort auch eine gute
Lehre tatsächlich haben. Deshalb finde ich den Ansatz, wie schafft man denn Anreize, dass es wirklich eine gute Lehre ist, auch total wichtig. Wird da auch auf jeden Fall Geld reinsetzen. Und für die Studenten muss es aber eben auch möglich sein, das zu vereinbaren. Und es bringt ja nichts, wenn man ins Berufsleben einsteigt und schon im Prinzip den ersten Burnout hat. Deshalb wäre meine Antwort jetzt nicht wahnsinnig innovativ, aber es braucht einfach eine gute Mischung. Es braucht die Möglichkeit, Nebenverdienst zu machen. Es braucht BAföG-Sätze, die aber so sind, dass man auch mit einem kleinen Nebenjob dann auch gut über die Runden kommen kann. So dass man das Studium gestalten kann. Ich sehe natürlich auch Probleme, aber ich würde jetzt auch sagen, im internationalen Vergleich sind wir da gar nicht so schlecht aufgestellt. Verbesserungsbedarf gibt es aber immer. Und also da bin ich auch auf konkrete Vorschläge gespannt, die aus der Studierendenschaft selbst kommen. Meine BAföG-Erhöhung mehr zu fordern, ich kann es mir jetzt einfach machen als Oppositionspolitikerin und sagen, naja, machen wir mehr BAföG. Genau, wir haben Herr Brandenburg, 9-Euro-Ticket. Dafür haben wir noch Zeit. Das ist die eine Frage, die wir noch anschneiden können. Also das 49-Euro-Ticket, das kommt ja jetzt. Also das ist, ja. Aber wieso kann man nicht einfach sagen, alle Studierenden, alle, die an der Hochschule eingeschrieben sind, die fahren für 9 Euro? Ja, deshalb, und da würde ich Nadine Schön ausdrücklich recht geben, wir haben eine gewisse Menge an Geld zur Verfügung im Staat, egal ob auf Landes-, auf Bundes-, auf kommunaler Ebene oder in den Hochschulen. Und bei all den Wünschen muss man priorisieren. Ich glaube, dass wenn wir es in bessere Lehre beispielsweise investieren oder in gezielte Stellschrauben beim BAföG, dass das gezielter und besser angelegt sein kann als bei manchen anderen Dingen. Das gehört zur Politik dazu und da muss man auch bei manchen Vorschlägen sagen, es ist jetzt nicht drin. Sie haben jetzt eben noch mal konkret wieder den Fokus so auf die BAföG-Empfänger fokussiert. Ich möchte noch mal dafür werben, den Fokus weiter zu fassen. Die größten finanziellen Probleme haben nicht die in der BAföG-Vollförderung, sondern statistisch nachweisbar haben insbesondere die, deren Eltern zu wenig verdienen, um das Studium, die Ausbildung komplett zu zahlen, aber zu viel, um eben in diese BAföG-Vollförderung reinzukommen. Es gibt noch einen Unterschied. Sie haben ja eben die über 900 Euro Höchstsatz angesprochen. Das Kindergeld, die über 200 Euro, was die Eltern bekommen, kommt für BAföG-Empfänger auf diesen Höchstsatz obendrauf. Und das betrifft den Großteil der Studierenden unter 25, die also Höchstsatz plus 200 Euro bekommen. Bei allen anderen, die haben einen rechtlichen Unterhaltsanspruch ihren Eltern gegenüber, der ist ungefähr, oder eigentlich ziemlich exakt genauso hoch wie die Höchstförderung. Bei allen anderen wird dieses Kindergeld über 200 Euro angerechnet. Also auch das möchte ich mal hier zur Vollständigkeit halber mit dazu. Und da ist noch lange nicht gesagt, dass jeder von den anderen 89% das, was man rechtlich theoretisch gegenüber den Eltern einklagen könnte, dann tatsächlich auch bekommt. Also wenn wir uns tatsächlich die Praxis mal anschauen, nochmal, die größeren Probleme haben im Regelfall diejenigen, die knapp aus dem BAföG außen vor sind. Deshalb ja der Fokus, die stärker mit in den Blick zu nehmen. Ich gebe Ihnen völlig recht bei der Frage, beziehungsweise Sie haben es ja eben auch angesprochen, Höchstförderdauer. Das ist genauso ein Hebel, genauso wie Fachstudiengangswechsel und vieles mehr, was wir uns im Gesamtpaket auch als strukturelle BAföG-Reform vorgenommen haben. Weil es kann nicht sein, dass jemand, der oder die auf BAföG angewiesen ist, und dann ausgerechnet im letzten Semester, ausgerechnet auf den letzten Metern, wo es eigentlich nur noch darum geht, dann die Abschlussarbeit fertig zu bekommen, aus der Bahn geworfen wird, weil eben formal ein Semester das Ganze zu früh endet. Das sind Dinge, die wir uns meines Erachtens sehr viel genauer noch anschauen müssen und das, wie gesagt, als Koalition ja auch fest vorgenommen haben und tun werden. Ich würde noch kurz auf Ihre Frage eingehen, was können wir denn tun, für bessere Lehre oder der Lehre, guter Lehre mehr Gewicht zu geben? Also zum einen Land, Bund, die einzelnen Hochschulen können viel tun. Sie haben vor allen Dingen auch viel Gewicht bei der Frage, was Sie an den Hochschulen, in den Fachschaften, in den Gremien, in den Berufungsgremien, tatsächlich, das war ja eben schon Thema, wie in Hessen beispielsweise, wie können wir sicherstellen, dass eine akademische Karriere auch Richtung Professor, Professorin beispielsweise nicht mehr primär von der reinen Forschungsleistung abhängt, sondern dass wir auch lehrbezogene Karrierewege stärker fördern können. Seitens des Bundes haben wir viel schon initiiert und werden das auch weiter in Zukunft tun. Hochschulforum Digitalisierung ist ja so eine Initiative, die tatsächlich eher die strategische Perspektive Hochschulen dabei zu unterstützen in den Fokus nimmt. Wir haben die Stiftung Innovation in der Hochschullehre.
Da können sich übrigens Verbände auch aus studentischer Seite zum Teil mit bewerben, die also dieses Thema Innovation, wie können wir moderne Lehre, das Beste aus den Zeiten, aus den Erfahrungen während der Pandemie lernen, nicht alles digital, aber das Beste aus beiden Welten miteinander zu verbinden. Wir werden jetzt in Kürze am 4. November findet ja die GWK-Sitzung statt. Bund, Länder gemeinsam wollen wir auch den Zukunftsvertrag dynamisieren. Das heißt, bisher hat der Bund, wir geben ja jährlich etwa 2 Milliarden Euro, das ist so ein Zehntel unseres BMBF-Haushalts, geben wir den Ländern für die Stärkung der Hochschullehre zur Verfügung. Bisher war es so, es gibt den Pakt für Forschung und Innovation, also die Forschungsseite, die hat dann immer 3% mehr. Das holen wir jetzt nach, auch bei diesem Zukunftsvertrag. Also das mal nur als ein paar Beispiele. Ich glaube, es gibt viele Dinge, die auf Landesebene stattfinden, auch im Bund, wo wir ganz gezielt auch investieren in bessere Lehre. Ich merke nur in vielen Diskussionen und wenn man sich mal in der Wissenschaftscommunity so ein bisschen umhört, sowohl die Karrierewege selbst als auch, wer ist denn angesehen so in der Professorinnenschaft? Es hängt dann doch meistens eher von wissenschaftlichen Publikationen ab, als von der Frage, ob man jetzt die weltbeste Lehre geleistet hat. Und ich glaube, da ist auch kulturell noch viel Luft nach oben. Sehr gut. Wir sind ein bisschen in Verzug, aber Frau Schiebe, ich würde Sie gerne noch kurz zu Wort kommen lassen und das Schlusswort tatsächlich für die erste Runde dann auch gleich übergeben. Genau, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist, wie soll eigentlich der Studienverlauf in Gänze sein? Also da spielen für mich auch so Fragen, gerade auf landespolitischer Ebene, wie gehen wir mit Anwesenheitspflichten um, wie kommen wir eigentlich zu den 180 ECTS-Punkten, inwieweit schaffen wir es endlich mal, auch im Ausland erreichte ECTS-Punkte anzurechnen, weil Teilzeitstudium ist ja nicht etwas, was alle Studierende gleich für sich beanspruchen wollen, um eine Flexibilisierung reinzubekommen, sondern es geht ja darum zu gucken, wie schaffe ich vielleicht auch grob in der Regelstudienzeit, was auch immer das sein mag, zu meinem Erfolg zu kommen. Und ich bin der Ansicht, Bachelor und Master war sicherlich im internationalen Vergleichssystem etwas, was sicherlich spannend ist, aber wir hinken da doch noch mal ziemlich nach, auch gerade im Hinblick auf Digitalisierung, ob wir das auch wirklich vollends ausschöpfen. Und wir auch mit diesem Bachelor-Master-System dazu beitragen, dass viele Studierende sich erschöpft fühlen. Das heißt, wir brauchen da eine viel größere Flexibilisierung, können die Digitalisierung als Teil nutzen, brauchen aber viel mehr Chancen, auch ein Prüfungssystem in Form von Freiversuchen, damit wirklich auch alle Studierende dann zu einem Abschluss kommen können. Ich hoffe, das war schnell genug. Das war super schnell. Ich sage herzlichen Dank und danke auch an euch. Ja, vielen Dank. Wir kommen jetzt direkt zum zweiten Talk, zum zweiten Input-Vortrag, und zwar studentisches Engagement finanziell fördern, Partizipation ermöglichen. Und da sage ich jetzt gar nicht mehr viel dazu, sondern das überlasse ich Kira Bartsch und Jorin Meyer. Herzlich willkommen. Kira Bartsch ist Gründerin der AG Nachhaltige Uni Leipzig und setzt sich dort für eine nachhaltige Transformation von Hochschulen ein. Und sie berät tatsächlich auch Studenteninitiativen als Wandercoach. Jorin Meyer studiert Environmental Psychology im Master an der Leuphana Universität Lüneburg sowie der University of Groningen. Ihr seid dran. Genau. Heiles Mikro, sehr gut. Und wir sind beide auch Vorstandsmitglied im Netzwerk NEV und im Netzwerk N setzen wir uns vor allem für die nachhaltige und klimagerechte Hochschultransformation ein. Und deshalb möchte ich auch direkt starten und mich auch als Studierende an uns Studierende wenden. Ja, liebe Studierende im Publikum und digital zugeschaltet, wir haben zwei gute Nachrichten für euch. Erstens, unsere Ideen für eine zukunftsfähige und nachhaltige Hochschule sind so gut, wichtig und transformativ, dass sie gefördert werden müssten. Zweitens, es gibt da draußen die Gelder, um unsere Ideen in die Umsetzung zu bringen und euer Engagement somit finanziell zu fördern und damit Partizipation für alle wirklich zu ermöglichen. Das Problem: Ihr könnt euch oft auf bestehende Förderlinien gar nicht bewerben, weil ihr kein Verein seid, kein Wissen darüber habt, wo diese Förderlinien eigentlich zu finden sind, es im Ehrenamt viel zu viel Arbeit wäre, Anträge zu schreiben oder euch einfach nie jemand gesagt hat, dass eure Ideen nicht nur gut sind, sondern auch mit den Zielen der Bundes- und Landesregierung übereinstimmen. Und all das müssen wir jetzt im Kopf behalten, wenn wir eine auch etwas technische Diskussion führen werden, wie wir es schaffen, als Studierende mit unseren Ideen gefördert zu werden.
Ja, und heute früh in der Coworking-Session zur Vorbereitung auf diesen Politik-Talk haben wir uns überlegt, was überhaupt passieren würde, wenn unsere Ideen finanziell gefördert werden. Was dabei rauskam, war wie immer überwältigend transformativ. Und das Wimmelbild vom Netzwerk N, das ihr euch im Nachgang gerne auch nochmal genauer anschauen könnt, beinhaltet ganz, ganz viele dieser Ideen. Herr Brandenburg, Frau Azar, Frau Schiebe und Frau Schön, wir hätten einen bunten Campus, wo studentische Nachhaltigkeitsprojekte ausprobiert, umgesetzt und direkt beforscht werden. Wir hätten Abschlussarbeiten, die gesellschaftliche Transformation voranbringen und wo die Ergebnisse für die Umsetzung der Nachhaltigkeitsprojekte genutzt würden. Die Hochschule selbst würde also zum Lerngegenstand werden und wir würden Kompetenzen erlernen, wie wir die Organisation Hochschule verändern. Und diese Kompetenzen würden wir dann natürlich auch in unseren zukünftigen Arbeitsplätzen nutzen und so die Transformation der Gesellschaft voranbringen. Diese Vision ist teilweise auch schon Realität. Ganz konkret in heute schon bestehenden Beispielen wäre unsere Hochschullandschaft dann ein Ort, an dem viel mehr Studierende BNE for Change-Wochen umsetzen könnten. Das Konzept ist unglaublich einfach und konnte umgesetzt werden, weil wir im Netzwerk N die Gelegenheit hatten, ganz unbürokratisch Gelder am BMBF beantragen zu können. Studierende kommen eine Woche lang zusammen, beraten sich gegenseitig, bilden sich gegenseitig weiter, Stichwort Peer-to-Peer, copy-pasten auch einfach mal Beispiele des Gelingens auf ihre eigene Hochschule und entwerfen neue Ideen in gemeinsamen Workspaces. Unsere Hochschullandschaft wäre auch ein Ort, an dem es überall gut finanzierte Green Offices und Nachhaltigkeitsbüros gäbe, an denen ich lasse mir mal Zeit. An denen Studierende und Festangestellte gemeinsam an der gesamtinstitutionellen Verankerung von Nachhaltigkeit arbeiten, wie das beispielsweise in Frankfurt schon erfolgreich geschieht. Ja, aber warum findet das Ganze nicht flächendeckend statt? Es gibt zu wenig finanzielle Förderung, ich denke, das ist völlig klar. Aber es gibt auch strukturelle Hürden, solche studentisch getriebenen Projekte finanziert zu bekommen. Erstens, die Antragsprozesse sind extrem langwierig und es gibt kaum Unterstützung für Studierende in diesen Antragsprozessen. Zweitens, Studierende haben oft keine Kapazitäten, diese Antragsprozesse zu durchlaufen. Insbesondere dann, wenn sie zum Beispiel parallel zum Studium noch einer Lohnarbeit nachkommen müssen. Hier braucht es Lösungen. Drittens, Förderlinien schließen oft personelle Förderung, zum Beispiel von studentischen Hilfskräften, aus. Das ist für uns vom Netzwerk N alles andere als zukunftsfähig. Auch da müssen wir ran. Und ein letzter Punkt, oftmals braucht es eine gewisse Rechtsform, zum Beispiel müssten studentische Initiativen ein Verein sein, um antragsfähig zu sein. Und das ist ganz, ganz oft auch nicht gegeben in den bestehenden Förderlinien. Auch da müssen wir dringend Veränderungen voranbringen. Und wir sind heute hier, um mit euch und Ihnen über mögliche Lösungen dafür zu diskutieren. Ein paar Good Practice-Beispiele gibt es auch schon, die wir auch mal mitgebracht haben. Da gibt es zum Beispiel Wirkung hoch 100 vom Stifterverband, weil hier nicht fertig konzipierte Projekte gefördert werden, sondern Ideen bewilligt werden und diese Ideen sich über den Projektzeitraum auch verändern dürfen. Das ist natürlich total sinnvoll, weil weniger zeitintensiv in der Antragstellung und es auch die Möglichkeit gibt, auf externe Faktoren agil zu reagieren. Davon eine Neuauflage, vielleicht durch Bund und Land, wäre doch eine Möglichkeit. Das zweite Beispiel, was ich mitgebracht habe, ist die gerade laufende und von Ihnen, glaube ich, auch schon angesprochene Netzwerke- und Portale-Förderung der Stiftung Innovation in der Hochschullehre. Dort werden gezielt schon bestehende Zusammenschlüsse auch strukturell mit Personal gefördert, also total rahmengebend und damit auch dieser typischen Herausforderung studentischer Fluktuation entgegenwirkend. Und als letztes Beispiel habe ich ein hessisches mitgebracht. In Hessen werden strukturfördernde Maßnahmen im Bereich Nachhaltigkeit mit 5 Millionen jährlich aus Landesmitteln gefördert. Das heißt, es entstehen an Hochschulen beispielsweise einfach Green Offices und Nachhaltigkeitsbüro. Und das ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie Politik auch thematisch einen Rahmen geben kann, der dann von der Hochschulgemeinschaft mit Leben gefüllt wird. Und auch hier gilt aber, die Rolle der Studierenden in den Antragsvoraussetzungen kritisch zu prüfen. Denn das sind Anfänge, aber da gibt es wirklich noch viel weiterzuarbeiten. Ja, und weil wir ja nur eine halbe Stunde Zeit haben, würde ich davon ausgehend direkt einfach mal zwei Fragen stellen. Frau Azar, was sind die nächsten Schritte, die Sie einleiten werden, um sicherzustellen, dass bei dieser Ausgabe der 5 Millionen Euro
jährlich in Hessen die studentische Partizipation Standard wird, vielleicht auch Voraussetzung für die Ausgabe dieser Mittel. Und Frau Schiebe, was sind die nächsten Schritte, die Sie gehen werden, um vielleicht in Schleswig-Holstein dieses Good Practice-Beispiel aus Hessen zu übertragen? Wie könnten Sie da die Landesregierung vielleicht ein bisschen vor sich her schieben, denn die Zeit drängt? Ja, ich freue mich natürlich sehr, dass unser Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit hier auch gewürdigt wird. Vielleicht auch noch mal zum Rahmen. Wir haben insgesamt 15 Millionen Euro jedes Jahr als Innovationsmittel. Also das heißt, das ist sozusagen unser Spielgeld, unser freies Geld. Alles andere ist gebunden. Und als wir eben in der neuen Legislatur überlegt haben, wo legen wir unsere Schwerpunkte, war natürlich für uns ganz klar, Nachhaltigkeit ist extrem wichtig. Und wir haben eben aus diesen 15 Millionen Euro, bisschen mehr als 5 Millionen Euro für Nachhaltigkeitsprojekte an den Hochschulen, wollten wir bereitstellen jedes Jahr. Und was großartig war, es gab eben schon die Initiativen von den Studierenden. Und das zu nutzen, weil am Ende Nachhaltigkeit kann man nicht top-down sozusagen umsetzen, sondern man braucht viele, die auch intrinsisch dafür kämpfen und sich einbringen. Und dann muss es in der Breite, in der gesamten Hochschule am Ende gelebt werden. Und da gab es eben diese Initiativen. Von daher war das für uns einfach Glück, dass es die gab und dass wir sagen konnten, okay, wir fördern eben diese Green Offices. Und die gibt es mittlerweile eben an verschiedenen Hochschulen in Hessen, unabhängig davon. Und das läuft auch ganz gut. Also da haben wir sehr, sehr viel positives Feedback. Und unabhängig davon haben wir aber parallel, vielleicht kennen Sie diese, das, in anderen Bundesländern heißen die sicherlich anders, aber es gab diese Nachfolgemittel für die Studienbeiträge. Als die Studienbeiträge aufgehoben worden sind, haben die Länder ja diese Mittel kompensiert mit zusätzlichen Landesmitteln. Das waren ungefähr 100 Millionen Euro. Und die Hochschulen haben immer gesagt, dadurch, dass diese Mittel befristet waren, und das führte dazu, dass die Beschäftigungsverhältnisse dann auch immer befristet waren, was wir natürlich nicht wollen. Wir wollen ja gute Beschäftigungsbedingungen. Haben wir jetzt in der Legislatur entschieden, dass diese Mittel in die Grundfinanzierung überführt werden. Nachteil ist aber natürlich, wenn die Mittel in die Grundfinanzierung überführt werden, wir haben ja autonome Hochschulen, am Ende, was dann damit passiert, also man hat schon die Zweckbindung Qualität in der Lehre, aber uns war es eben wichtig, diese Perspektive der Studierenden mit zu berücksichtigen. Deswegen haben wir im Gesetz festgeschrieben, 10% dieser Mittel müssen studentische Initiativen sein. Also die Anträge und die Initiativen müssen von den Studierenden kommen. Und da gibt es ganz, ganz viele tolle Projekte, die daraus auch entsprechend realisiert werden. Dritter Punkt, Sie haben angesprochen, dass Studierende, also dass diese Fluktuation ein großes Problem natürlich darstellt. Und wir merken ja, ich finde es großartig, so viele engagierte Studierende hier zu erleben. Aber leider ist die Realität ja schon so, auch vielleicht aufgrund der prekären Rahmenbedingungen, dass viele Studierende sich überhaupt nicht mehr ehrenamtlich engagieren, sondern sich eben primär auf ihr Studium konzentrieren. Und was wir zum Beispiel gemacht haben, und ich glaube, da sind wir auch das einzige Bundesland, wir haben gesagt, wir wollen insbesondere auch die ASTEN professionalisieren, unterstützen. Wir haben jetzt im Wintersemester ganz neu ein Weiterbildungsprogramm sozusagen implementiert für ASTEN. Die können dann lernen, wie man Jahresabschlüsse, also Wirtschaftsplanung, alle Kompetenzen, rechtliche Fragen, Haushaltsrecht, all diese Dinge, die eben notwendig sind, um das Amt auszufüllen. Und das sind natürlich auch Kompetenzen, die kann man auch später sicherlich ganz gut nutzen. Also das ist quasi ein Strauß von Instrumenten, um am Ende studentisches Engagement auch tatsächlich zu fördern. Habt ihr da direkt im Anschluss noch eine Frage jetzt? Oder gehen wir direkt weiter nach Schleswig-Holstein? Vielleicht ganz kurz an die Menschen aus Hessen und die Studierenden aus Hessen, die im Publikum sitzen. 10% für euch. Wenn man sich aber anschaut, wie groß ist denn der Anteil an Studierenden an Hochschulen, könnte man ja durchaus darüber nachdenken, in der nächsten Phase diesen 10% Anteil nochmal zu erhöhen. Ich kann gerne was dazu sagen. Es war alles andere als einfach, die Hochschulen davon zu überzeugen, dass 10% nicht zu viel ist. Also man muss am Ende immer eine Balance finden. Und das war letztendlich der Kompromiss. Aber ich glaube trotzdem, 10 Millionen Euro jedes Jahr für studentische Projekte ist ordentlich.
Ein weiterer Aspekt, vielleicht auch als Inspiration, der mir noch einfällt, natürlich ist es super, wenn Studierende diese Gelder auch selbst zur Verfügung haben, aber auch sicherzustellen, dass die Gelder, die ausgegeben werden, strukturell verankert ist, dass Studierende mitgedacht werden müssen. Und da sehen wir jetzt zum Beispiel auch in Hessen, ich habe das Gefühl, genau, das betrifft Frankfurt vielleicht nicht, aber die anderen Green Offices, dass sonst sehr schnell Parallelstrukturen aufgebaut werden und Studierende sich übergangen fühlen, wenn ganz, ganz lange zum Beispiel schon Green Offices und Nachhaltigkeitsbüros gefordert werden, Arbeit auch schon gemacht wird dazu und dann top-down diese Nachhaltigkeitsbüros parallel aufgebaut werden. Genau, ich glaube, da würden wir uns wünschen, auch noch sicherzustellen, dass eben auch alle anderen Gelder von studentischer Partizipation begleitet werden. Ja, Frau Schiebe, war da für Schleswig-Holstein vielleicht auch die ein oder andere Idee dabei? Ich habe auf jeden Fall imaginär schon ein bisschen mitgeschrieben und Inspiration geholt. Das Thema Green Offices ist auch gerade bei der Studierendenschaft in Schleswig-Holstein ein großes Thema, was wir aktuell diskutieren, wo die Asten sagen, wir hätten das gerne an den Hochschulen und da ist Schleswig-Holstein noch, sagen wir mal, nicht flächendeckend aufgestellt. Wir haben so einzelne, sagen wir mal, Programme, wo das Thema Nachhaltigkeit natürlich immer weiter aufploppt. Also das gibt zum Beispiel an der Kieler Hochschule so ein UV-Do-Projekt, wo es auch viel um eigenständige Arbeit geht, wo natürlich das Thema Nachhaltigkeit, Transformation natürlich ein Querschnittsthema ist. Und da gilt es natürlich, genau diese Projekte weiter zu fördern. Aber ich muss einfach ehrlich gestehen, dass wir in Schleswig-Holstein da noch nicht flächendeckend aufgestellt sind. Schleswig-Holstein hat natürlich gerade eher, was die Studiengänge angeht, sozusagen als Windkraftland natürlich eher den Aspekt jetzt als erstes sozusagen auf die Studiengänge gelegt, nochmal neue Professuren eingebracht, was natürlich großartig ist, weil das ist natürlich auch das, was unsere Zukunft dann nachher gestalten lässt und auch nachhaltig werden lässt, wenn wir dementsprechend Fachkräfte haben. Aber zu gucken, inwieweit wir selber als Hochschulen nachhaltig sind, haben die schleswig-holsteinischen Hochschulen auf jeden Fall noch Hausaufgaben zu machen. Und ich bin der Meinung, dass auch gemeinsam mit den Studierenden da auf jeden Fall ordentlich noch was zu machen sein kann. Von daher freue ich mich nachher aufs Wimmelbild. Ich werde auf jeden Fall nachher einiges mitnehmen. Ich würde die Frage auch gerne noch in modifizierter Form an Sie weitergeben. Und zwar, was könnte das Bundesministerium denn außerdem tun, also neben finanziellen Mitteln bereitstellen, um studentische Initiativen zu fördern? Ja, zum einen, Sie haben ja eben schon in der Einleitung einiges gesagt, was wir tatsächlich als Bundesministerium machen, ob es jetzt die Stiftung IDL ist, das eine. Ich würde noch ergänzen, übrigens die studentische Verbändeförderung unseres Hauses, also auch da ist ja möglich, beispielsweise Workshops oder Ähnliches auch darüber zu finanzieren. Aber ich nehme so ein Stück weit aus Ihrem Input-Statement mit, Sie hätten es gerne deutlich einfacher und unbürokratisch schon so wie beim Stifterverband. Den Wunsch teile ich. So, gleichzeitig hantieren wir natürlich mit Steuergeldern. Und aus guten Gründen in einem Rechtsstaat ist es so, dass ich jetzt nicht hier mit einer großen Schatzkiste rumlaufen kann und sagen kann, hier Best Buddy und du hast da irgendwie eine tolle Idee und ich gebe dir jetzt einfach mal 50.000 Euro, du wirst schon was Gutes damit machen. Da sind natürlich Mäzene oder zivilgesellschaftliche Akteure noch mal freier. Wir sind gebunden an die Bundeshaushaltsordnung und auf Landesebene gibt es natürlich auch vergleichbare Vorschriften. Das heißt, bei uns ist einfach rechtlich schon ein deutlich engeres Korsett, was wir überhaupt in welcher Form und ehrlich gesagt auch in welcher Geschwindigkeit und mit welchen Dokumentationspflichten wir das fördern können. Also einfach zu sagen, es klingt gut und ihr macht einen hochmotivierten, engagierten Eindruck, ihr habt das Geld, legt los, das dürfen wir mit Bundessteuergeldern nicht machen. Mit Landessteuergeldern bin ich mir sicher auch nicht. Es gibt hier und da eine Ausnahme und da würde ich ein Beispiel mal nehmen, das sind tatsächlich Preisverleihungen und wir haben es ja tatsächlich eben darüber gesprochen. Wir haben gerade im Bereich BNE, also Bildung für nachhaltige Entwicklung, Netzwerk N hat ja einen solchen Preis bekommen, viele andere auch. Und wir haben vergleichbare Dinge auch in anderen Bereichen. Das ist ein Instrument, was ich persönlich ganz gut finde, weil es einerseits eine starke Sichtbarkeit schafft, also die Initiative vor Ort nochmal, wenn man da halt mit einem Preis, Urkunde entsprechend der Bundesregierung vor Ort, hilft das manchmal in Gesprächen nochmal zu sagen, wir sind anerkannt, so jetzt gebt ihr uns auch mal was, übrigens auch beim Fundraising Privatwirtschaft, kann das was helfen und natürlich können wir ein Preisgeld, auch wenn das jetzt nicht unbedingt 1 Million Euro sind, aber solche Dinge auch nochmal, wenn eine Jury das entsprechend ausgewählt hat, freier vergeben. Also da müssen wir jetzt nicht jeden einzelnen Bleistift abrechnen, was am Ende mit diesem Preisgeld passiert. Aber ansonsten bitte ich um Verständnis. Ich würde es gern auch manchmal anders machen, aber aus guten Gründen bindet uns
und auch mich persönlich und alle anderen, die in der Politik exekutiv in Verantwortung sind, natürlich das Haushaltsrecht nicht einfach nach Belieben so frei, wie man es manchmal gerne hätte, das Geld zu verteilen. Frau Schüttenherr. Ich würde das super gerne anschließen, weil ich glaube wirklich, dass wir an der Stelle, also du hast natürlich völlig recht, dass das zurzeit so ist, aber ich glaube wirklich, dass wir an der Stelle ein staatliches, politisches und gesellschaftliches Umdenken brauchen. Diese Bundeshaushaltsordnung und Rechnungshof, das blockiert uns dermaßen, dass wir es gar nicht schaffen, in eine neue Form des Arbeitens zu kommen. Und wir erleben in einer Zeit, wo die Veränderungsdynamik und Geschwindigkeit so groß ist, dass wir wirklich darauf angewiesen sind, auch mal schnell neue Lösungen zu testen und auszuprobieren. Und wo, wenn nicht an den Hochschulen, können wir schnell neue Lösungen ausprobieren. Und wir hatten das während der Pandemie ja versucht mit dem Hackathon Wir versus Virus und dann mit Update Deutschland, wo auch ganz viele Studenten mitgemacht haben, wo Leute aus der Praxis, Verwaltung, Wirtschaft zusammengearbeitet haben, ganz, ganz tolle Lösungen entstanden sind. Die sind aber an dem Punkt nicht mehr größer geworden, wo dann das Geld gefehlt hat. Dann gab es ein paar Stiftungen, die sind eingesprungen, das ist super und das sollten wir auch nicht abbrechen. Aber was wir schon brauchen, ist auch ein gewisses gesellschaftliches Risikokapital, was uns ermöglicht, Sachen auszuprobieren. Und wenn man dann mal die Rechnung macht, lieber Bundesrechnungshof, was ist unterm Strich wirklich billiger? Diese großen Verfahren, die wir jetzt haben, wo wahnsinnig viel Geld und Bürokratie, Dokumentation, Nachprüfung XY fließt und man am Schluss zwar ein Riesenprojekt hat, das aber vielleicht gar nicht mehr auf der Höhe der Zeit ist, oder etwas zu haben, wo man 100 verschiedene Projekte einfach mal nebeneinander legt, machen lässt, testen lässt, den 50.000 Euro pro Projekt gibt und am Schluss guckt, was funktioniert und was funktioniert nicht und dann nur das, was funktioniert, eben groß macht, dann glaube ich, dass das für den Steuerzahler am Ende sogar besser ist, auf diese neue Arbeitsweise zu gehen, auch Hochschulen als Reallabore zu sehen, sowas auszuprobieren und dass das am Ende für uns als Gesellschaft und auch als Steuerzahler nicht teurer wird als die Systeme, die wir jetzt haben. Und deshalb, finde ich, müssen wir da wirklich strukturell ran an diese Themen. Zurzeit sind wir wahnsinnig gebunden, aber so können wir nicht weitermachen in diesem Land. Wir sind einfach zu langsam, wir sind nicht so innovativ und gerade an den Hochschulen muss dieses gesellschaftliche Risikokapital hin, um Neues überhaupt auszuprobieren. Jure, du würdest gerne anschließen. Ja, genau. Es ist jetzt sehr viel technischer geworden, als wir sogar angekündigt hatten vielleicht noch. Und deshalb würde ich vielleicht die beiden Kommentare nutzen, das nochmal runterzubrechen. Erstens glaube ich, dass die studentischen Initiativen, Herr Brandenburg, tatsächlich ihre Best Buddies sind, wenn es um die nachhaltige Hochschultransformation geht. Das innovative Potenzial, das in den Studierendeninitiativen liegt, ist enorm. Und genau, Sie haben jetzt so ein bisschen das Bild auch aufgemacht, dass ja nicht einfach Geld ausgeschüttet werden kann an Dinge, die glitzern und glänzen. Genau, es gibt ganz, ganz viele studentische Projekte, die unglaublich erprobt sind, unglaublich professionell durchgeführt werden. Und ich glaube, da können wir schon auch zum Beispiel mit der Erstsemesterakademie BAVÜ zukunftsfähig zeigen, dass da einfach didaktisch extrem hochwertige Arbeit geleistet wird, die eigentlich auch Verantwortung der Hochschulen selbst ist. Und ich glaube, da wollen wir so ein bisschen ran, also so ein bisschen dieses Mut zum Copy-Paste auch. Also sagen, es gibt eben Projekte, wo wir sehr genau wissen, dass sie große Wirksamkeit haben. Und Sie haben die Verbändeförderung angesprochen, da sehe ich auch großes Potenzial. Und da, genau, würde ich Sie bitten, nochmal wirklich zu überprüfen, ob so Aspekte wie studentische Hilfskräfte und so weiter, die ja nicht den Charakter der Förderung ändern, sondern nur genau ein bisschen passgenauer dann auf die studentischen Initiativen vielleicht passen, zu prüfen und da auch weiterzuentwickeln. Also würde ich gerne direkt nochmal eingehen. Also das eine ist ja tatsächlich Status quo aktueller rechtlicher Rahmen. Und in dem bewegen auch wir als Ministerium uns momentan. Ich verstehe das an vielen Stellen, dass auch eine institutionellere Förderung gewünscht ist. Das geht mir übrigens auch an vielen Stellen so. Nur auf der anderen Seite merke ich dann auch, bin jetzt seit 10 Monaten im neuen Amt, wenn man sich die Nachteile anschaut einer solchen institutionellen Förderung, was dann wieder an Nachweispflichten und Abhängigkeiten und so und da, welche Entscheidung darf man wie selbst treffen und so, damit verbunden ist, die meisten merken recht schnell, dass das vielleicht doch keine so gute Idee wäre, weil man noch, auch wir als Ministerium, dann noch sehr viel enger an den Bundesrechnungshof gebunden sind. Das ist also alles kurzfristig Handeln im aktuellen Status quo. Nadine, ich würde dir ausdrücklich zustimmen. Ich glaube, dass wir an ein paar Stellen etwas flexibleren Rahmen brauchen. Ich nehme nur mal ein konkretes Beispiel, an dem wir als Ministerium ja gerade arbeiten. Sprint, also das ist jetzt nicht Lehre, ist auch nicht studentisch, aber im Forschungsbereich, wo wir einfach sehen, wir haben in Deutschland durchaus in der Forschungsförderung eine Lücke von besonders disruptiven Innovationen.
Und Disruption hat in der Forschung, Innovation immer den Nachteil, man kann nicht sicher sagen, ob überhaupt was rauskommt. Und das kollidiert natürlich total mit diesem Bundesrechnungshofdenken. Und es ist ein richtig dickes Brett, entsprechend rechtliche Regelungen, damit die, die wirklich auch nachweisbar da gute Arbeit machen, überhaupt wir für die ansatzweise einen vernünftigen rechtlichen Rahmen bekommen. Also sind richtig dicke Bretter. Was ich eben nur zu den Best Buddies sagen wollte, das ist vielleicht nur zur Klarstellung. Mir ging es nicht darum zu sagen, studentische Verbände keine Best Buddies, also im Sinne von gute Partner. Also natürlich, wir brauchen genau das. Mir ging es eher darum zu sagen, in Systemen, die vergleichbare Regelungen gar nicht haben, also anderen politischen Systemen, wo tatsächlich diejenigen, die gerade in den Ministerien drin sitzen, relativ frei das Geld verteilen können, da ist oftmals nicht die Qualität der Angebote oder Bewerbungen das Entscheidende, sondern wer ist mit wem verwandt und hat welche persönlichen Connections. Da will ich nicht hin. Also ein Grundmaß, dass wir auch ein ordentliches Haushaltsrecht brauchen und dass auch das Parlament uns als Regierung beispielsweise kontrolliert, dass der Bundesrechnungshof kritisch draufschaut, ist das Geld wirklich zweckgemäß ausgegeben oder ist das irgendwie an solche Best Buddies, den nächsten Verwandten, Cousin um die Ecke verteilt worden. Das finde ich schon richtig. Ich glaube eher, dass wir schauen müssen, ob die Schraube nicht an ein paar Stellen zu sehr überzogen ist. Und letzter Punkt nur als Anmerkung, da wir aktuell in diesem Rechtsrahmen sind, das Nadine würde ich auch ausdrücklich teilen, da sind andere Länder deutlich weiter. Also wenn ich mir die Kultur in den USA anschaue, wie auch Alumni beispielsweise von Hochschulen, die später gutes Geld vermachen, machen auf Basis ihrer Ausbildung, wie die bereit sind, richtig große Geldsummen auch in die nächsten Generationen zu investieren, so eine Fundraising-Kultur und auch ja, das Giving davon, die fehlt in Deutschland sehr stark. Also ich glaube, da müssen wir eher ran. Ist gut, dass es Stifterverband und auch andere Mäzene und so gibt, aber da bräuchten wir eigentlich deutlich mehr davon. Ich würde gerne noch mal vom Finanziellen jetzt ein bisschen weggehen von der Partizipation. Ich würde gerne mal auf die professorale Sitzmehrheit eingehen. Die hatten wir heute auch schon mehrmals angesprochen im Laufe des Tages. Und das geht ja auf ein Hochschulurteil zurück, das ein halbes Jahrhundert alt ist. Und das haben wir immer noch. Die Frage stelle ich jetzt mal an Sie, Frau Schön. Müsste das nicht ganz dringend überarbeitet werden? Also es ist jetzt wirklich ein Landesthema, deshalb... Grundsätzlich finde ich immer, dass diverse Gremien bessere Ergebnisse bringen als welche, wo eine Gruppe die Mehrheit hat. Aber vielleicht gebe ich das mal weiter an die Staatssekretärin, weil die wahrscheinlich viel fundierter darüber Auskunft geben kann. Auch wahrscheinlich ist das auch nicht Hochschule gleich Hochschule, sondern und nicht Gremium gleich Gremium. Aber die Frage würde ich jetzt mal ganz frech ans Land gehen, weil wir da als Bund auch wirklich überhaupt nichts zu sagen haben. Ja, also es gibt halt das Verfassungsrecht, das Grundgesetz und das ist ja die Grundlage, warum es die Professorenmehrheit eben gibt, gefolgert aus Artikel 5 Grundgesetz. Trotzdem muss man natürlich und kann man innerhalb der Governance-Strukturen der Hochschule sicherstellen, dass eben studentische Mitsprachemöglichkeiten gegeben sind. Und das tun wir zum Beispiel in ganz vielen Bereichen, haben wir das im Hessischen Hochschulgesetz geregelt, sei es das ganze Thema des Studienangebots, der Studienorganisation, dass eben Studierende mitwirken können, dass die auch eine Stellungnahme zum Beispiel abgeben können in bestimmten Prozessen. Also das kann man schon umsetzen. Trotzdem kann man natürlich über die Frage Professorenmehrheit diskutieren, aber es ist eben im Grundgesetz so verankert. Man kann ja zumindest, also wenn ich ergänzen kann, das Verfassungsurteil ist natürlich wirklich eine große Hürde. Wir in Schleswig-Holstein haben zumindest versucht, das zum Teil zu umgehen, indem es zumindest Bereiche gibt. Und dazu würde ja das Thema Haushalt gehören, weil es dann ja nicht von Forschung und Lehre primär betroffen wäre, wo es halt nicht die professorale Mehrheit gibt. Bei uns heißt das erweiterter Senat. Und alles, was nicht sozusagen diesen Artikel umfasst, also Freiheit von Forschung und Lehre, wird paritätisch besetzt. In Form von Viertelparität, weil es dann ja einmal das wissenschaftliche Personal und nicht wissenschaftliche Personal gibt. Und ich finde schon, dass zumindest das alle Länder umsetzen können, weil sie dann ja dem sozusagen Grundgesetz nicht widersprechen und ermöglicht studentisches Engagement und auch natürlich von dem Mittelbau, der natürlich auch eigentlich einen viel größeren Anteil ausmacht an den Hochschulen als die ProfessorInnen, möglich die Hochschulen mitzugestalten. Und das ist auf jeden Fall etwas, was die Länder auf jeden Fall zumindest sich vielleicht dann hier in diesem Fall von Schleswig-Holstein abgucken können, wenn ich die Green Offices aus Heften übernehme. Ich kann aber ergänzen, also wir haben natürlich das auch differenziert.
Und wir haben zum Beispiel jetzt im Hochschulgesetz verankert, ein Best Practice übrigens aus der TU Darmstadt. Die haben nämlich eine Hochschulversammlung. Und das sind dann eben so Diskussionen wie Grundordnung und all diese Dinge, die dann eben nicht im Senat mit Professorenmehrheit, sondern in der Hochschulversammlung diskutiert und beschlossen werden. Also da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten, die wir auch umsetzen. Ja, jetzt haben wir das Thema gerade noch angeschnitten, aber ich muss leider jetzt den Teil hier abbrechen. Tut mir sehr leid, aber vielleicht könnt ihr, weiß ich, du hättest noch eine Frage gehabt oder... Vielleicht einfach nur noch ein kleiner Appell. Ein Thema professorale Mehrheit ist ja dann auch oft Thema Blockade von innovativen studentischen Ideen, die an der professoralen Mehrheit oder an EntscheidungsträgerInnen nicht vorbeikommen und nicht ermöglicht werden können. Und da einfach der Appell, dass der Bund und das Land da durchaus ja Rahmenbedingungen auch setzen kann, durch beispielsweise die Förderung von studentischen Ideen, die dann trotz Blockade durch Menschen an der eigenen Hochschule, Entscheidungsträger an der eigenen Hochschule von Studierenden umgesetzt werden könnten. Das ist eine Möglichkeit, wo der Bund und die Länder einfach auch tätig werden können. Vielen, vielen Dank. So, wir kommen zur dritten Diskussionsrunde und zum Thema: Wir brauchen Digital Change im gesamten Bildungssystem. Das ist die Forderung von Sophie Schönborn und Gabriel Häusler. Sophie Schönborn forscht an der TU München und untersucht das Zusammenspiel zwischen Akteuren der Tech-Industrie, politischen EntscheidungsträgerInnen und der Öffentlichkeit. Und sie engagiert sich in mehreren Initiativen für die Einbeziehung junger Menschen in Fragen des Datenschutzes, zukünftiger Technologien und der digitalen Politik der EU. Gabriel Häusler ist Vorstand von Europe's Digital Future e.V. und studiert Medien- und Politikwissenschaft an der Goethe-Universität Frankfurt mit dem Schwerpunkt Medienökonomie und Medienregulierung. Und für ihn ist multidisziplinäres Arbeiten eine Voraussetzung für eine nachhaltige Zukunft. Und jetzt seid ihr dran. Ja, ich fange mal an, weil Sophie uns heute Morgen vorgestellt hat, meinte sie, Gabriel, das kannst du auch heute Abend mal machen. Also nicht vorstellen, aber einfach das, was wir hier in die Diskussion geben wollen. Und wir sind hier von Europe's Digital Future. Wir nehmen uns vor allem so einen informierten, interdisziplinären Diskurs über unsere digitale Zukunft auch zu ermöglichen. Aber gleichzeitig verstehen wir uns auch als Sprachrohr oder zumindest als Plattform, die jungen Menschen einfach einen Weg geben möchte, in den Kontakt zu kommen mit Leuten, die halt auch besonders auf der politischen Ebene gerade all diese Themen, die halt Digitalisierung umfasst, auch voranbringen. Hier sind wir auch wegen Digital Change Now. Das ist praktisch eine Kampagne, die aufkam nach einer Konferenz, die von der Tech Academy organisiert worden ist, die heute auch hier im Publikum vertreten ist. Da kamen über 20 Initiativen zusammen, die von mehr als 6.000 Menschen gestemmt werden, insbesondere von jungen Menschen, von Studierenden, die auf verschiedensten Ebenen, auf verschiedenste Weise Digitalbildung voranbringen, ne? Weil sie einerseits sagen, wir ermöglichen Programme, die Digitalisierung als Format irgendwie zugänglicher macht. Es gibt auch Programme, die Digitalisierung als Inhalt vermitteln will. Und da gibt es alles. Da gibt es Coding-Kurse für SchülerInnen, da gibt es Coding-Kurse für Studierende, Verbände auch an Jurastudierenden, die sich dann dafür einsetzen, dass man auch Legal Tech so ein bisschen voranbringt. Also ganz, ganz viel. Und wir haben jetzt danach, nach der Konferenz gesagt, wir wollen all diese Dinge, wir wollen den Ist-Zustand von dem, wie wir uns fühlen, wie wir praktisch Digitalbildung in Deutschland wahrnehmen, von all den Defiziten, wollen wir kondensieren in Positionspapier, in eine Kampagne, die jetzt auch demnächst im Herbst startet, die man dann auch unterzeichnen kann. Und da haben wir drei Kernforderungen, die wir jetzt auch gerne hier stellen möchten. Und zwar wäre der erste, dass man einfach all diese innovativen Konzepte, die allein unter diesen 20 Initiativen aufkommen, das sind mehr als 20 Projekte, dass man die implementiert. Und es sind nicht nur diese Konzepte, sondern dass man auch sagt, okay, man sieht anhand mehrerer Zahlen, dass da ein gewisser Erfolg da ist. Und auch heute im Workshop, den wir hatten, mit verschiedensten Personen, die auch hier im Publikum sitzen, es gibt mehr als genug erfolgreiche, innovative Ansätze, wie man das voranbringen kann. Aber was muss genau passieren, damit die dann auch wirklich umgesetzt werden? Der zweite Punkt, den wir haben, den man besonders auf den Schulkontext projizieren kann, aber auch auf andere, ist, dass man sagt, okay, Digitalbildung muss erstens, also IT-Unterricht oder IT-Ausbau ist ein maßgeblicher Teil,
Es muss aber mehr umfassen und es muss fest in Curricula implementiert werden. Also es kann nicht sein, dass Eigeninitiative immer die Voraussetzung ist, dass das Lehrende das wirklich im Unterricht dann auch anbringen. Und es kann auch nicht sein, dass Eigeninitiative von Lernenden die Voraussetzung dafür ist, dass sie eine Digitalbildung haben, die zeitgemäß ist. Ob das jetzt Tools betrifft, ob das inhaltliche Kompetenzen betrifft, das kann es nicht sein. Und die dritte Forderung, die wir haben, ist, dass junge Menschen viel stärker in den Entscheidungsprozess mit eingebunden werden, wenn es um solche Themen geht. Nicht nur deshalb, weil wir dann tendenziell doch eher die sind, die erst kürzlich zumindest die verpflichtenden Teil der Bildung wahrgenommen haben und um die Defizite wissen, aber weil wir auch die Generation sind oder die Generationen sind, die gerade maßgeblich zu Digital-Expertinnen ausgebildet wird. Genau, diese drei Forderungen haben wir heute auch im Workshop diskutiert. Und was uns da erstaunt hat, war, dass wir uns alle einig waren im Workshop. Also eigentlich alle Teilnehmer waren sich einig. Es gibt all die Ideen und deswegen wollen wir fragen, all die Ansätze sind da, aber wo ist der eine Hebel, wo sind die 16 Hebel, was muss passieren, damit man es auch in der Praxis merkt? Die Frage würde ich direkt mal weitergeben an Frau Schiebe. Also ich glaube, der wichtige Aspekt ist genau, dass wir nicht wieder Papiere schreiben, die das alles umfassen, sondern zum einen mit Geldern unterlegen, die Umsetzung ermöglichen, aber auch den Aspekt der Hochschullehre, glaube ich, da nochmal besonders betrachten. Da freue ich mich, soll es ja Bundesinitiativen geben, dazu werden Sie ja sicherlich gleich auch nochmal was sagen, wo es ja auch gerade darum geht, das Hochschulpersonal dahingehend fit zu machen. Und ich glaube, wichtig ist, dass dieses Programm so eine begleitende Funktion hat, weil in meinen Beobachtungen, auch in den Gesprächen mit dem Lehrpersonal ist, dass natürlich auch ein Stück weit Ängste da sind, das wirklich umzusetzen und mit Leben zu füllen. Und viele jetzt auch gerade nach der Corona-Pandemie dann doch wieder ein Stück weit zurückrudern. Was viele aus dem Lehrpersonal mir aber auch gesagt haben, ist, dass es eine Art von Sabbatjahr für die Lehrer auch mal bräuchte. Nicht nur für die Forschung, um genau einmal seinen eigenen Lehrkontext daraufhin runterzubrechen, wie kann ich das denn digital umsetzen? Was dann nicht nur bedeutet, ich mache eine PowerPoint an mit ganz viel vollgeschriebenen Folien, die ich am Ende noch nicht mal zur Verfügung stelle, sondern was bedeutet das? Und um auch sozusagen eine Veränderung in der Lehre in Gänze zu führen. Was mir auch aus Landessicht noch mal ganz wichtig ist, ist das Thema Hochschule als Baukomplex in Verbindung mit Digitalisierung. Da spreche ich gerade mit unseren Hochschulen auch ganz viel darüber, weil wir ja die Verbindung wollen zwischen einer verändernden Lehre, einer verändernden Forschung und trotzdem, das hatten wir am ersten Panel, dieses soziale Zusammenkommen, dieses Innovationspotenzial auch im Austausch zu nutzen. Dann gucken wir uns aber unsere Hochschulen an. Ich erkenne jetzt nicht alle Hochschulen deutschlandweit, aber wenn ich jetzt zumindest meine alte Hochschule angucke, in einem dunklen Raum sitze, mit Tischen und Stühlen, die alle aneinandergereiht sind, eventuell hat es mittlerweile so ein Digital Board irgendwie vorne an die Wand geschafft. Ich hatte aber auch eine Schiefertafel zum Teil noch. Und da frage ich mich, müssen wir auch nicht die Gebäude anders strukturieren, wenn wir jetzt neue Hochschulgebäude bauen, und dafür ist das Land ja zuständig, um dieses Innovationspotenzial zu haben, also mehr Gruppenräume, mehr Flächen, wo es sozusagen Diskussionsmöglichkeiten gibt, vielleicht aber auch ein paar Räume, die spezifisch darauf aus sind, sich zu erproben, zu forschen, diese Transformation zu machen in einem eigenständigen studentischen Engagement, weil ich mich einfach mit meiner Gruppe in Form, weiß ich, einer Hochschulgruppe, einer Initiative oder auch einer Fachergänzung treffen kann, um diese Sachen zu erproben. Und da habe ich das Gefühl, da hinken wir noch ein bisschen hinterher. Wir sind jetzt schon ganz gut dabei, irgendwie das Personal fit zu machen, irgendwelche Verbünde zu schaffen, Stellen zu schaffen. Aber der Ort ist irgendwie doch noch aus dem letzten Jahrhundert sozusagen. Ja. Ja, also ich kann gerne das Ganze aufgreifen. Also wir sind natürlich auch sehr intensiv in der Diskussion mit unseren Hochschulen, was bedeutet das für den Hochschulbau? Also wir haben aber auch in den letzten Jahren sehr viel investiert in
wirklich Gebäude für Lehren und Lernen, also wo eben genau dieser Austausch auch möglich sein soll und wo der Fokus eben auch auf die Studierenden, die da auch in die Planung mit eingebunden sind im Regelfall, im Idealfall. Auf der anderen Seite eröffnen wir auch heute noch Hörsäle mit irgendwie 600 Sitzplätzen, also die Frage muss man sich schon stellen. Aber man muss eben auch diese Flexibilität mit berücksichtigen, das passiert auch punktuell. Aber natürlich ist so ein Planungszeitraum, also bis man so ein Gebäude plant und umsetzt, da vergehen Jahre. Und wir haben jetzt eben diese 2 Jahre Pandemie hinter uns. Und es war sehr gut für die Digitalisierung. Es gab einen riesen Digitalisierungsschub. Es ist eben ganz wichtig, wir haben alle gesagt, Präsenz ist wichtig, der Austausch ist wichtig für die Studierenden, aber es kann nicht dazu führen am Ende, dass man eben all diese Erfahrungen und diesen Schub jetzt wieder beiseite legt und sagt, wir machen jetzt genauso weiter wie vor der Pandemie. Also da sind wir uns auch alle einig und das ist auch der Grund, warum wir sehr stark auch eben in die Finanzierung der Digitalisierung in der Lehre auch investieren. In Hessen haben wir dazu auch einen Verbund, wo alle Hochschulen beteiligt sind, schon seit mehreren Jahren. Und dieser Verbund hat schon ganz, ganz viele auch tolle Initiativen umgesetzt. Und was eben auch ganz wichtig ist aus meiner Sicht, am Ende geht es da sehr viel um Investitionen und um sehr viele Ressourcen, die einfach gebraucht werden. Also weil Digitalisierung funktioniert nicht so, dass man sagt, wir sparen irgendwie an einer anderen Stelle, sondern man muss da sehr viel investieren. Und da sind wir ja auch in der Forderung, auch gegenüber dem Bund, dass der Bund, der ja auch in die Schulen, in die Digitalisierung der Schulen investiert, auch, dass es da einen Digitalpakt Hochschulen geben sollte. Einen Digitalpakt Hochschulen haben wir in Hessen für unsere Hochschulen implementiert. Da waren wir auch einer der Ersten, ganz am Anfang der Pandemie. Das hat auch in vielen Bereichen sicherlich geholfen. Und was das Thema generell der Lehrenden anbelangt, die Frage eben der didaktischen Kompetenzen, da müssen wir noch unglaublich viel tun, das ist ganz klar. Und da ist es eben auch wichtig, dass nicht jeder das Rad neu erfindet, sondern dass man da gemeinsam agiert. Wir hatten gerade darüber gesprochen, wir haben im Bereich KI eine große Investition getätigt mit 20 zusätzlichen Professuren. Und wir haben gesagt, nein, wir wollen nicht nur KI-Spitzenforschung, sondern wir wollen das eben in der Breite, auch in der Lehre. Und das, und unsere Vorgabe war, dass eben alle Hochschulen, auch die Hochschulen für angewandte Wissenschaften, beteiligt werden müssen. Das fanden die Großen, also TU Darmstadt, die sehr, sehr gut wissenschaftlich aufgestellt ist in dem Bereich, erstmal nicht so gut. Aber ich hatte letztens mit dem Projektleiter gesprochen und das funktioniert wunderbar. Also man sieht jetzt die ersten Früchte, das ist noch nicht so lange her, also das ist erst seit 2 Jahren quasi in der Implementierung. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass man da sehr viel miteinander arbeitet, dass man voneinander lernt, dass man nicht das Rad überall neu erfindet und am Ende ist es auch eine große Investitionsfrage. Gabriel? Ich möchte jetzt gar nicht so viel Redezeit an mich wenden, aber wenn wir, der Hochschulkontext ist ein wichtiger und um den wird es auch, glaube ich, heute weitergehen. Aber wenn man zum Beispiel mal kurz auf die Ebene von Schulen geht, und da ist ja Bildung auch Ländersache, was spricht denn dagegen, dass man sagt, okay, Bildung ist Ländersache, wir sorgen dafür, dass auch mal Themen wie funktioniert eine soziale Medienplattform, die insbesondere unter Teenagern, ich hatte mir jetzt kürzlich die NutzerInnenzahlen von TikTok angeschaut, das sind Themen, die sind viel, 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 viel relevanter als andere Inhalte und nicht weniger wichtig. Also wenn es darum geht, Datenhygiene und so weiter. Warum sagt man nicht einfach, man macht die Themen verpflichtend? Man sagt den großen Lehrbuchverlagen, bitte macht Material dazu. Man sorgt dafür, dass Material Open Source dafür verfügbar ist. Das sind für mich auch Facetten von Digitalbildung, die neben IT-Kompetenzenausbau super wichtig sind, die viel, viel weniger Ressourcen verschlingen würden und die relativ, relativ einfach implementierbar wären. Also was sorgt dafür, dass man vielleicht auch nicht mal Algorithmic Bias und Ethik kurz diskutiert? Und das kann man auch nach einem Gespräch mit mehreren Lehrkräften, das kann man auf einem Level machen, sodass das Personen in der Mittel- oder Oberstufe verstehen. Also das frage ich mich, also einen Teil davon. Aber vielleicht können wir gleich mal drauf zu sprechen, was so überhaupt Digital Change, also was das überhaupt heißt, ne, für uns alle hier. Also ich bin jetzt Gott sei Dank nicht für Schulen zuständig, sondern nur für Hochschulen, aber
Das ist ein ganz großes Problem. Also im Schulwesen, wir haben das Thema Chancengerechtigkeit angesprochen. Es braucht aus meiner Sicht sehr, sehr viele große Reformen in den Schulen, auch was das Curriculum anbelangt. Und ich glaube, also wie gesagt, ich spreche da als Laie, weil das nicht mein Themengebiet ist, aber wenn man so sieht, wie die Diskussionen in der Bildungspolitik laufen, wir sind da viel zu langsam, viel zu behäbig. Und die Beharrungskräfte sind auch enorm. Also sobald man irgendwas zusätzlich, wir sind zum Beispiel als Ministerium auch für Kunst zuständig. Kulturelle Bildung ist aus meiner Sicht, wenn wir über Kreativität, Lösungen sprechen, ist es wirklich ganz, ganz elementar. Und wenn ich dann mit dem Bildungsbereich darüber spreche, heißt es, was sollen wir denn noch sonst alles tun? Also das ist immer so ein grundsätzliches Problem, dass es heißt, da kommen viel zu viele zusätzliche Interessen auf uns zu und das können wir alles überhaupt gar nicht leisten. Vielleicht gerade dazu, weil wir es eben auch von Innovationspotenzial hatten und unser Hintergrund, vor allem mit Digital Change Now, sind ja gerade diese jungen Initiativen, die viel schneller handeln können, die neue Modelle pilotieren können. Wie oder was denken Sie, was denkt ihr, könnte man denn tun, um solche Erfahrungen flächendeckend einzubringen und nicht nur Studierende oder SchülerInnen auf des Glückes zu überlassen, dass sie gerade an einem Standort sind, wo Ehrenamtliche aktiv sind, die eben tolle, tolle Beiträge leisten, um sie weiterzubilden. Was könnte man tun auf Länderebene, aber auch auf Bundesebene, dass sowas mal flächendeckend implementiert wird, dass Best Practice Sharing wirklich weiterreicht als nur bis zur nächsten Hochschule? Frau Schön. Ich würde vielleicht drei Modelle vorstellen, die zurzeit ausprobiert werden in Deutschland und eins, wie ich es mir wünschen würde. Aber die drei haben auch schon teilweise ihre Berechtigung. Eins ist Hessen tatsächlich. Also Hessen macht ja eine neue Schulfachbildung in der digitalen Welt und die fangen einfach an. Also die fangen jetzt in Klasse 5 oder 7 an und bringen diese ganzen digitalen Inhalte einfach in die Schulen. Das finde ich ist ein guter Weg. Das zweite ist NRW, die haben jetzt vereinbart, dass sie die ganzen Projekte in den Nachmittag bringen, weil ihr sagt ja zu Recht, es gibt ja ganz viel. Es gibt so viele tolle Start-ups, Initiativen, die digitale Bildung anmachen, von der Hackerschool bis zu, ich kann irgendwie 50 nennen, nee, nicht ganz, aber viele. Und das ist Wahnsinn, die finden am Nachmittag statt und in den Ferien und in der Freizeit. Da werden neue Formen von Bildungsungerechtigkeit geschaffen, weil die einen Eltern ihre Kinder dahin schicken und die anderen eben nicht. Und deshalb müssen die in die Schulen und NRW sagt, wir bringen die jetzt einfach mal über Nachmittag in die Schulen. Die integrieren die in den Freiwillige oder irgendwie in die Nachmittagsbetreuung. Finde ich auch mal ganz interessant und stellen ein Budget zur Verfügung, damit man die auch mal finanzieren kann. Und das finde ich sehr clever, die fangen jetzt erst an. Und im Saarland macht man so, da komme ich ja her, die haben sich jetzt entschieden, eine Informatik für alle zu machen. Das finde ich erstmal richtig, dass man Digitalkunde, Informatik, you name it, für alle auch anbietet. Die machen es aber sehr konventionell. Jetzt bilden wir erstmal 150 Lehrer aus und dann fangen wir an damit, schreiben wir einen Lehrplan zu. Da finde ich beiden erstgenannten Modelle einfach so ein bisschen flexibler. Aber gut, alles hat seine Berechtigung und alles dient ja dem richtigen Ziel. Ich würde mir wünschen, das wäre jetzt mein Favorit, es würde an jeder Schule an einem Tag, sagen wir mal am Anfang im Monat und perspektivisch in der Woche. Das wäre ein freier Tag, der nicht nach Stundenplan funktioniert, sondern der interdisziplinär gestaltet wird und wo diese ganzen Akteure, die eben auch von außen kommen, die interdisziplinär arbeiten, die vielleicht von Hochschulen kommen, dann auch im Unterricht angefordert werden können und dort auch zur Anwendung gebracht werden. Und dafür bräuchte es dann ein Budget und da könnte der Bund ja beim Digitalpakt 2 vielleicht auch sagen, okay, dann machen wir ein gemeinsames Budget und dann machen wir eine Qualität dahinter, weil der Bund ja dann immer irgendwie noch gucken muss, dass das alles didaktisch super ist und arbeiten mit Hochschulen zusammen, die das auch evaluieren und auch gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht. Das fände ich das coolste Modell. Ist auch okay, dass es verschiedene Wege gibt, aber das Ziel muss doch sein, dass die ganzen Initiativen, die es gibt, dass die nicht mehr nur den Kindern zugutekommen, wo die Eltern irgendwie ein Gespür dafür haben und die Kinder dann am Ferien im Coding-Kurs anmelden.
Herr Brandenburg, was würden Sie sagen, wie weit entfernt sind wir gerade von diesem Tag, wie Frau Schön? Ich finde das eine super Sache. Also ich kenne solche Initiativen. Ich überlege gerade, ob ich habe mal eine kennengelernt, ob sie Freitag oder Friday oder so hieß, so ähnlich. Jedenfalls tatsächlich die Idee mal regelmäßig im Alltag eines Schulablaufs mal außerhalb von, wir haben jetzt 45 Minuten Biologie und dann 45 Minuten Mathematik, dieses interdisziplinäre mehr Freiraum dafür zu schaffen. Das scheint mir aber ehrlich gesagt weniger eine finanzielle Frage zu sein. Sicher Gebäudeausstattung, Schulen, solche Dinge schon, aber Kreativräume, das schon, aber vor allen Dingen eine Frage der Lehrpläne zu sein. Also wie viel Freiraum haben denn die Schulen vor Ort tatsächlich außerhalb dieses sehr engen Lehrplankorsetts, was da jeweils vorgeschrieben ist, zu handeln. Das ist aber fairerweise keine Bundessache. Insofern würde ich das mal nur als persönliche Präferenz dafür an der Stelle mal mit äußern. Ich würde ansonsten noch mal zurück auf die Ausgangsfrage. Also was ist eigentlich das Ziel? Aus meiner Sicht, wenn wir über digitale Lehre speziell an Hochschulen sprechen, würde ich mal zwei große Ziele sehen. Das erste wäre, Lehre und auch gute Lehre niedrigschwelliger Menschen zur Verfügung oder zugänglich zu machen, die bisher nicht zugreifen können. International, europäisch beispielsweise, auch ohne physische Präsenz in einem Auslandssemester, wäre es eigentlich technisch möglich, heute von hier in Berlin an einer Vorlesung in Madrid teilzunehmen und 5 Minuten später in Warschau. Trotzdem fehlen da momentan so die Grundlagen und wir haben ja mit den europäischen Hochschulnetzwerken so erste Initiativen, die in die Richtung gehen, aber das wollen wir weiter ausbauen. Aber auch wenn jemand beispielsweise wegen einer Krankheit gerade zu Hause ist, Pandemie, Isolation ist ja auch mal so ein Thema, trotzdem teilnehmen zu können. Oder weil es für manche einfach aufgrund ihrer Lebenssituation, privat, vielleicht pflegt man Angehörigen, vielleicht hat man Kinder, um die man sich kümmern muss, vielleicht hat man Nebentätigkeit, weil man berufsbegleitend irgendwie studieren will. Also deutlich mehr Zielgruppen zu erreichen und gerne auch mal das eine oder andere, so eine Vorlesung vielleicht im Nachhinein nochmal zurückspulen und sich mal anschauen zu können. Das zweite Ziel wäre aus meiner Sicht in erster Linie nicht alles digital zu machen zwangsläufig, sondern die Qualität der Lehre. Also schlechte analoge Lehre wird nicht besser, nur weil man sie per Videostream überträgt. Und es ist auch nicht alles gut und auch nicht alles schlecht, was per Video oder analog stattfindet. Ich glaube, dass wir uns sehr viel stärker auf diese Frage der Qualität der Lehre orientieren sollen. Und ja, da ist Digitalisierung ein Mittel. Also man kann in analoger Lehre mit einfachen digitalen Tools schon auch die Qualität steigern, wenn sie richtig angewendet werden. Pädagogisch oder didaktisch vielmehr dann tatsächlich zielgerichtet. Umgekehrt natürlich auch im Digitalen. Ich finde das sehr beeindruckend, gerade von den Hochschulen und Lehrenden, die seit vielen Jahren und nicht erst seit 2 Jahren da aktiv sind, die schon sehr frühzeitig darauf hingewiesen haben, naja, dass man halt nicht 45 Minuten lang am Stück in die Kamera sprechen sollte, sondern interaktive Elemente etc. pp. Und ich glaube, da sehe ich tatsächlich auch die Möglichkeit, es hängt viel von Personen vor Ort ab, aber auch seitens des Bundes da sehr stark zu unterstützen. Das tun wir nochmal, Hochschulforum Digitalisierung, was so diese strategischen Fragen sehr stark mit anschaut, auch übrigens eine wichtige Vernetzungsfunktion mit der Stiftung Innovation in der Hochschullehre, um vor allen Dingen genau solche Ideen nochmal stärker zu pushen, auch den Austausch untereinander zu stärken, finanziell mit der Dynamisierung des Zukunftsvertrags, um auch letztendlich für die Lehre von Bundesseite über 2 Milliarden Euro für eine Länderaufgabe auch zur Verfügung zu stellen, um da tatsächlich neue Sprünge tatsächlich mit zu ermöglichen. Der Hochschulbau, wichtige Sache, ist seit wenigen Jahren vollständig Aufgabe der Länder. Die Länder haben dafür aber auch zusätzliche Umsatzsteueranteile bekommen, also zusätzliches Steuergeld. Kann man sagen, soll sich der Bund mehr darum kümmern. Dazu gehört aber dann auch, dass wir diesen Zweck vorgesehene Steuergeld dann auch zur Verfügung haben. Das Geld muss ankommen, darum geht es mir. Ich glaube, am Ende sollten wir sehr stark diesen Innovationsprozess auch vor Ort nochmal fördern. Ich weiß nicht, wie die beste Lehre in ein paar Jahren aussieht. Ich glaube, das weiß niemand so richtig seriös. Alle haben so ein paar Thesen, man macht so eher Erfahrungen. Ich fand sehr bezeichnend, dass zu Beginn der Pandemie, als so auf den ersten Lockdown und so, dass da aus der Wissenschaftscommunity, und wir haben ja im Bund Brandbriefe, damals wart ihr, beziehungsweise Ministerium noch von der damaligen Koalition mit besetzt, dieselben Brandbriefe bekommen wie wir auch im Parlament insgesamt, aus der Wissenschaftscommunity ganz viele, die gesagt haben, nee, macht jetzt dieses Semester dicht. Also wir wollen jetzt mal ein Semester keine Lehre machen, solange bis die Pandemie vorbei ist, dieses Semester keine Lehre und bloß nichts mit digital. Ich bin froh, dass wir uns auf diese Brandbriefe und die tausenden Lehrenden, die sich dafür eingesetzt haben, nicht eingesetzt haben. Wir wissen inzwischen, die Pandemie ist immer noch nicht vorbei.
wir hätten 2 Jahre die Hochschulen komplett, also überhaupt keine Lehre machen müssen, wären wir denen gefolgt. Ich bin froh, dass das nicht passiert ist. Wir haben viele Erfahrungen gemacht. Die rein digitale Lehre, dass das für ein paar Studierende, weiß ich auch, war das eine gute Sache, aber die allermeisten haben insbesondere, sieht man auch an psychischen Erkrankungen viel mehr, die reine digitale Lehre reicht nicht aus. Umgekehrt sollten wir aber in der Tat aus der Pandemie jetzt nicht mitnehmen, wir verdammen wieder alles, was digital war, sondern tatsächlich dieses Zusammenbringen, dieses Vernetzen, den Freiraum schaffen, das zu ermöglichen und wie gesagt vom Bundesseite das auch finanziell entsprechend mit solchen Förderprogrammen mit zu unterstützen. Letzten Gedanken noch, weil ich glaube, der war bisher in der Diskussion gar nicht, aber um das auf Dauer richtig zu machen, strukturell, wir haben ein riesengroßes rechtliches Problem mit dem Kapazitätsrecht. Also dass die Wertigkeit, der Umfang von Hochschullehre im digitalen Zeitalter in Semesterwochenstunden gemessen wird, halte ich für völlig absurd. Dass wir immer noch von der Logik davon ausgehen, und das ist jetzt gar kein Fingerpoint in Richtung Länder, es kommt ja vom Bundesverfassungsgericht ursprünglich, dass wir davon ausgehen, dass wir einfach zählen, wie viele Lehrende sind zur Verfügung, also wie in so einem Industriefließband, und per Dreisatz fachspezifisch übersetzen, wie viel Lehrkapazität, also wie viel Vollzeitpräsenzstudierende aus dem Studiengang können die durchschleusen. Hat mit digitaler Lehre nichts, aber auch gar nichts zu tun. Mit digitaler Lehre, wenn der Aufwandstreiber eigentlich nicht die Anzahl der Studierenden ist, sondern erstmal viel Energie zu investieren, um eine vernünftige digitale Lehre aufzubauen und danach aber trotzdem natürlich pro Kopf eine vernünftige Betreuung zu leisten. Ich glaube, da müssen wir ran. Die Lösung habe ich nicht bisher. Und wir haben auch jetzt in den ersten Monaten der neuen Bundesregierung, wir haben es vorgenommen, da mit den Ländern gemeinsam mal zu schauen, ob wir da nicht Lösungen finden können. Ich sage ganz offen, wir haben im Moment sehr viel Krisenbewältigung und die ersten Projekte mit angestoßen. Aber das ist mein Wunsch für die nächsten Jahre, dass wir das mit den Hochschulleuten, mit den Ländern, auch mit den Juristen, die sich damit auseinandersetzen müssen, wirklich mal intensiv anschauen. Wenn uns das nicht gelingt, dieses dicke Brett zu bohren, dann diskutieren wir in 10 Jahren immer noch darüber. Ja, super. Ich würde super gerne von der digitalen Lehre tatsächlich auch noch eine größere Lanze brechen für digitalen Wandel in der Hochschulbildung, aber auch im ganzen Bildungssystem, weil tatsächlich sehen wir auch in den Initiativen noch viel weiterreichende Probleme, seien es im Jobmarkt, aber auch in der Futures Literacy oder eben Kernkompetenzen im digitalen Bereich, die wir einfach noch besser bilden müssen, noch besser ausbilden müssen. Wir wissen, sei es von Informationssicherheit bis hin zu anderen Berufsfeldern, die wir jetzt noch nicht kennen, da werden Kompetenzen fehlen, wenn wir so weitermachen, wie wir aktuell vorgehen in der Schule, in der Universität, in der Hochschulbildung. Genauso geht es um das Verständnis von Technologien und ihren Impact, ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft, um Umgang mit Daten und Datenschutz, sei es um uns zu schützen vor zukünftigen Hackerangriffen oder anderen Manipulationen und weiterem. Und da fehlt mir aktuell im Diskurs tatsächlich manchmal dieser Blick drauf, weil wir gehen von Digital Change, Digital Bildung, gehen wir sehr, sehr häufig einfach zu der Diskussion zu, wie verwenden wir digitale Mittel in der Lehre, aber nicht, wie vermitteln wir digitale Kompetenzen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns darüber gemeinsam austauschen können, reflektieren, was denn eigentlich Digital Change im Bildungssystem für uns alle bedeutet. Genau, da ist jetzt wichtig, wir bräuchten jetzt kurze Statements, weil ich würde sagen, das ist dann auch direkt die Abschlussrunde. Das, was wir im politischen Raum viel zu wenig diskutiert haben, und das habt ihr ja auch aufgegriffen, ist der Aspekt, vielleicht auch angegriffen, ist vielleicht auch das richtige Wort, ist, dass wir uns viel um Digitalisierung, aber nicht mit dem Thema Digitalität beschäftigt haben. Und dass es unmittelbar wichtig ist, dass das Einzug hält in unsere Curricula. Ich habe vorher an einer Grundschule gearbeitet und auch genau da die Diskussion mit der Schulleitung geführt, weil bereits die Kinder in der Grundschule über Social Media sich gegenseitig gemobbt haben, Morddrohungen geschickt haben, ihr ganzes Taschengeld, was eigentlich gar nicht vorhanden war, in Spiele investiert haben und es da gar keinen Raum in der Schule gab, überhaupt darüber zu sprechen. Und da wird es auch die Aufgabe von Hochschule wiederum sein, die angehenden Lehrkräfte dahingehend vorzubereiten, genau diese Themen zu bespielen, und zwar als Querschnittsaufgabe.
dass vielleicht es ein Pflichtfach Informatik gibt, in Schleswig-Holstein wird das jetzt eingeführt, ist ja nochmal ein anderer Aspekt. Aber die Digitalisierung, dieser Change, hat ja nicht nur was mit dem Bildungssystem in Form von, wie bringen wir Lehre über, sondern wir agieren in der Gesellschaft ganz anders miteinander. Wir kommen ganz anders an Informationen, wir interagieren ganz anders untereinander. Und das, finde ich, muss einfach viel mehr Raum finden in unserem politischen Diskurs und dann übersetzt natürlich auch in den ganzen Curricula, die wir dann aufstellen. Möchte noch jemand was zu diesem Punkt sagen? Ansonsten, ja. Ich würde nur kurz dafür werben, tatsächlich als Antwort einen sehr breiten Begriff von Digitalkompetenzen zu verstehen. Also ja, ich bin auch dafür, dass jeder mal in der Schullaufbahn irgendwann mal was programmiert haben sollte, um das mal zu verstehen, zu erkennen, was das ist. Das ist das eine. Und ja, wir brauchen mehr IT-Kräfte, aber ich glaube, es geht um ganz viel breitere Dinge. Also eigentlich Leben und Arbeiten und auch Forschen im digitalen Zeitalter, Medienkompetenz, Online-Quellen kritisch einschätzen zu können, gezielt schnell das Richtige zu suchen und nicht nur das, was Google zufällig als erstes oder zu finden als erstes ausspuckt, solche Dinge. Und am Ende wird es wahrscheinlich sehr fachspezifisch. Also ich glaube, es gibt so ein paar übergreifende Zukunftskompetenzen, Kreativität, Problemlösung, Resilienz und all die Themen, die immer zu Recht wieder genannt werden. Aber am Ende ist es vor allen Dingen sehr fachspezifisch. Also beispielsweise, selbst jetzt wenn man Historiker ist, Historikerin, da im Studium sicher auch zu schauen, mal mit aktuellen KI-Algorithmen. Ich habe da hervorragende Beispiele gesehen, was da teilweise aus irgendwelchen Ausgrabungen wieder mit KI an neuen Erkenntnissen, die man analog gar nicht so zustande gebracht hätte, das wirklich fachspezifisch runterzubrechen. Und ich glaube, da ist auch im Vergleich zu den Schulen, eigentlich an den Hochschulen, der riesengroße Vorteil, dass man eben weniger diese doch manchmal zu engen Lehrpläne hat, sondern den Freiraum, das einfach mal auszuprobieren und das wirklich aktiv in den Fokus zu rücken und nicht zu glauben, das ist jetzt was für die Fakultät, alles rund um Informatik, sondern das wirklich quer durch die Fachbereiche sehr hochzuheben. Das wäre, glaube ich, sehr wichtig. Gabriel, du hast das letzte Wort. Das wollte ich jetzt gar nicht. mir ist nur ein kurzer Punkt wichtig zu sagen. Ich glaube, im Gegensatz zu vielen anderen politischen Themen, allein wegen der Grundlage, wird Digitalbildung nie so ein riesiges brennendes Fass sein im gesamtpolitischen Diskurs, dass man sagt, boah, da müssen wir jetzt mal richtig was machen. Aber ich glaube, das ist so ein schleichender Prozess, der auch, also wenn Leute nicht darauf vorbereitet sind, und das ist man mit dem heutigen System nicht, wenn man keine Eigeninitiative zeigt, dann sehe ich da nicht komplett schwarz für die Zukunft, aber dann sehe ich da wirklich große Probleme. Und ich finde einfach, die Politik müsste viel mehr tun, durch Ressourcenpooling und so versuchen, die Ressourcen irgendwie im Rahmen zu halten, also die sehr begrenzten, dass man wirklich sagt, okay, Engagement darf wirklich nicht die Voraussetzung dafür sein, dass junge Leute adäquat gebildet sind. Das heißt, nicht jeder muss ProgrammiererIn werden und so weiter und so fort, aber da muss viel passieren, dass man die Hochschulen da in gewisser Weise so ein bisschen in Richtung drückt, dass man die Schulen macht und ich glaube, da gibt es auch Wege, ohne dass man sich immer die Frage macht, boah, das ist unmöglich wegen Geld oder. Also das ist, glaube ich, uns beiden sehr wichtig. Danke. Vielen, vielen Dank. Das war jetzt natürlich nochmal nicht der positivste Schlusssatz, aber ich würde sagen, worauf wir uns wahrscheinlich einigen können, ist, dass dieses Thema sehr präsent ist, dass es uns allen präsent ist und dass wir wissen, dass was passieren muss. Das ist ja, glaube ich, schon mal die gute Nachricht. Und ganz viele tolle Initiativen gibt es schon. Richtig. Man muss nur Best Practices teilen und sie vielleicht mal ein bisschen nach oben hin. Genau. Vielen Dank euch. Dankeschön. Da es Leute mit Anschlussterminen auf dieser Bühne gibt, würde ich sagen, wir beenden hiermit den politischen Abend. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Ja, vielen, vielen Dank. Ich glaube, Sie haben es wirklich.